Cheers! So, ich nehme ein Stückchen Ton. Läuft und ist gut, kommt an. Super, Bild ist eh Bombe. Dann legen wir los. Mit einem Klatscherli sind wir am Start. Rolf Schmid, du bist nur am Staunen bis jetzt. Ja, also erstens bin ich ein bisschen stolz, dass ich da mitmachen darf, muss ich ehrlich sagen. Bin am Staunen und bin natürlich auch extrem müde nach den 40 Minuten da herlaufen. Aber das tut auch gut, ein bisschen frische Luft wieder. Ich bin jetzt lang ein bisschen daheim gewesen. Du bist von der Bündner BRG, bist du jetzt aufs wunderschöne Opfikon bist du jetzt gekommen? Ja, Opfikon, gell, ist noch verrückt. Also eigentlich eine glatte Brücke. Ja. Und dann steigst du raus und dann denkst du, Opfikon, der Dörfer haben wir viel. Und das habe ich dann auch gefunden. Ich habe auf den Bus gewartet und dort habe ich gesehen, dass es noch 8 Minuten geht und wenn ich zu Fuß gehe, 4. Also bin ich losgelaufen und dann habe ich das Opfikon gesehen. Ja. Super. Nein, ist schön. Also, es muss ja nicht schön sein draußen. Schön, dass es da schön ist. Und absolut. Absolut. Genau. Und für mich, also du sagst, du bist stolz, dass du da mitmachen darfst. Für mich ist es eher, dass du da mitmachst. Dass ich mit dir den Podcast kann machen kann, finde ich großartig. Danke. Weil du bist für mich schon eine Schweizer Comedy-Legende. Ja, wenn das Wort dir vielleicht nicht so passt. Ja, nein, ist egal, aber jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Legende würde man ja dann, wenn man es hoher lang schon dran ist. Und das bin ich jetzt, glaube ich, 30 Jahre. Ja, eben. Und, allein das schon. Und das ist jetzt das letzte Mal, wo ich das mache, heute. Natürlich auch immer wieder die Möglichkeit gehabt, vor allem, also du bist einer von den Ersten gewesen, mit Jungen dürfen mitspielen, so mit Mixed Shows. Ja. Yeah. Und das ist ja dann schlussendlich das, was dann auch bringt, oder? Zum Weitermachen, zum Wissen, wow, hey, da kommt wieder etwas auf uns zu und etwas Geiles und so. Und ja, einfach dabei bleiben. Das ist ja nur etwas machen, 30 Jahre lang. Das ist ja keine Kunst. So. Aber weißt, dabei bleiben auch bei den Jungen, die mitziehen, die mit denen unterwegs sind und so und gleichzeitig dann auch ein bisschen jünger sich fühlen. Und das ist cool. Ja, und da bist du noch der Erste gewesen. Bei vielen Sachen für mich. Und das ist cool. Das freut mich, wenn du das so empfindest. Ich bin wahrscheinlich nicht der Allererste gewesen bei vielen Sachen, aber vielleicht bei Bahnen. Ja, einfach wo andere Sachen gedacht hat. Yeah. Ein bisschen. Und yeah. Das hat man früher schon müssen, immer wieder ein bisschen anders denken. Und manchmal hat man Sachen gemacht, wo die Leute aufgestanden sind und heimgegangen sind. Und dann hat man gedacht, oh nein, ich höre auf mit dem Scheiß und so. Und dann hat man mir dann gesagt, nein, mach einfach weiter, weil das braucht es. Sonst wird es ja langweilig für die Leute auch, wenn man immer nur drinnen hockt und niemand steht auf und geht. Und weißt, das sind so Sachen, wo man dann halt lernt. Und das ist auch ja cool. Ja. Ja. Aber ich habe die immer schon, also ich habe die jetzt auf der Bühne ein paar Jahre gesehen, aber ich habe die immer schon als absolut furchtlos empfunden auf der Bühne. Also du hast irgendwie nie, ich habe nie das Gefühl, dass du bei etwas dich zurückhältst oder zurückhaltest und findest, ah, das mache ich jetzt lieber nicht, sondern du bist furchtlos, volle Kanne. Und ja, ich schon, aber mein Umfeld hat mir natürlich dann immer wieder verboten, Sachen zu machen, wo nicht geht, oder? Ich probiere es einfach aus und mal schauen, was passiert. Ja, aber bin nicht mehr so, leider. Wirklich? Ja, ein bisschen mehr Schiss jetzt. Ich hab das Gefühl, ja. Ich hab das Gefühl gehabt, mit der Zeit kriegt man mehr, dass ist doch scheisse gleich. Der ist da. Es ist mir scheisse gleich. Yeah. Der ist da. Aber so, früher ist mir scheisse gleich gewesen und ich habe aber immer noch viel Mut gehabt. Viel mehr Mut gehabt. Yeah.
Ich habe auch ganz, ganz früher in den 90er Jahren habe ich mich überall gemolden, wo irgendetwas ausgeschrieben worden ist. Rezünzer-Reklame für die Schweizer Fernsehen. Das ist 5 Jahre gelaufen, immer nach der Tagesschau. Also es waren teure Spots gewesen. Yeah. Und dort habe ich mich gemolden, da bin ich noch Bäcker-Konditor gewesen, im eigenen Betrieb und so, und habe ich mich gemolden. Und es sind etwa 10 Schauspieler dort gewesen, die sich auch gemolden haben, natürlich, so Casting gesehen, ja. Und ich habe gewonnen. Und das ist dann 5 Jahre gegangen, das Ganze hervorragend. Und. Also bei tonnenweise so Spots habe ich mitgemacht, bis auf Bern, aber ich bin einfach immer dort gewesen und habe gesagt, hoi. Und habe immer gewonnen. Und das hat, ich bin so der Schauspielerschreck, glaube ich, gesehen, Weile. So in der Anfangs 90er Jahren. So, immer wenn sie dich gesehen haben, haben sie gewusst, Scheiße. Jetzt kommt der komische Bündner. Genau. Irgendwie. Du bist ja kein gelehrter Schauspieler oder irgendwas. Null, ich kann ja nichts eigentlich. Ich bin ein 4,5 und das hat gelangt. Oder es langt immer noch, also das ist kein Problem. Aber der Mut, wo einfach zu gehen, zum Sachen machen, wo ich null nichts kann, oder? Das, der fehlt mir manchmal jetzt ein bisschen. So. Ist nicht mehr so frei. Okay. Ja. Aber auch okay, ist nicht schlimm. Ja, es hat ja auch mit einer Entspanntheit zu tun, oder? Genau. Was ich aber spannend finde, ist, mit jedem Mal, wo ich dich sehe, wo wir entweder auftreten oder uns auch sonst per Zufall oder auch nicht per Zufall gesehen, erfahre ich ein bisschen mehr. Jetzt hast du vorher gesagt, dass du Bäcker Konditor gesehen bist. Was ich das letzte Mal erfahren habe, wo wir zusammen einen Auftritt hatten, ist, wo du eigentlich schon recht ein Business aufgebaut hast mit deinem Bäckerei. Geschäft sozusagen und ganz viele Leute beliefert hast und danach hast du das für, was am Schluss, Minus verkauft oder irgendwie so, zum Comedy machen. Ja, ich sag dir ja. mein Schreiber sagt mir jetzt noch so, wenn es nicht das, dort und da nicht läuft, sagt er, ich habe so schlechte Cremeschnitte gemacht, das ist kein Wunder. Sie sind also aufhören müssen. Das stimmt aber nicht, die haben verdammt gute Cremeschnitte gemacht. Ja, ich habe das 20 Jahre gemacht und so ganz in den Anfängen über 30 Leute gehabt und ja, das hat da wie blöd und irgendwo mit 40 habe ich dann gefunden, da braucht sich etwas zusammen, halt mit Coop und Migros, die auch bei uns da oben dann immer stärker geworden sind. Und, wo die dann irgendwie ihre eigenen Backdinger genau gemacht haben. Ja. Und auch die Restaurants und die Erfolge, die ich beliefert habe, das ist so irgendwie, dann habe ich so einen Betriebsberater geholt und der hat dann gesagt, ich gebe dir noch 7 Jahre und dann bist du eh tot und dann wirklich innerhalb von 3 Wochen habe ich das ganze Geschäft verkauft. Für das hat er dann eine Rechnung gestellt, oder? Ja, Teuer. Aber ich glaube, sie haben sie nicht mehr zahlen können, weil ich ja aufgehört habe. Nein, ich habe die Zahlung gesehen ab und zu. Und er hat ja recht gehabt, also noch ich habe aufgehört und nach 7 Jahren hat es wirklich absolut kein Volk mehr gegeben in dem Tal. Ich wohne im Domleschg. Mhm. Das hat so 10, 15 Gemeinden, die ich alle beliefert habe. Genau. Und dann halt auch dort einfach so eine Hirnlehre und dann habe ich aufgehört. Hatte ein Haus, ein altes, 3 Kinder und eine Frau und kein Geld. Ein Jahr. Das war schlimm. Aber der Traum klebt. Der Traum klebt, ja. Vom Comedian, vom Komiker. Ja. Hätte das irgendein Genugtuung gegeben in dem Moment, oder nicht so? Immer wieder. Ja. Ja, ja. Weil es ist ja egal, was man macht, glaube ich. Aber das ist schon das, was ich immer wollen habe. Und Glück gehabt, dass es jetzt so lange gekippt hat. Ich sehe nämlich dort schon einen klaren Unterschied von der einen, da gehöre sicher ich dazu, wo einfach die bauen sich so ein Leben auf, wo sie sagen, in diesem Leben funktioniert das wunderbar. Man hat aber sehr wenig Abhängigkeiten von anderen Leuten. Eben, sei es schon mit, zum Beispiel Familie, Kinder etc. Oder noch irgendwie ein Lebensstandard von einer dicken Wohnung und so. Keine Ahnung was. Oder? Und dann gibt es aber Menschen, wo es wirklich ein bisschen davon abhängt, shit, aber du musst jetzt auch nächsten Monat muss jetzt hoffentlich einen grösseren Auftrag wieder drin sein und nächsten Monat auch wieder so. Und für mich ist es eben immer so gesehen, wenn ich jetzt mal einen Monat nur Spaghetti esse, ich mache ja trotzdem eben das, was ich immer wollte. Aber bei dir ist es dann noch gesehen, 3 Kinder und eine Frau, die irgendwie noch
Ja. Also ich sage nicht, du hast alle zu 100% müssen unterstützen, aber es hat ja sicher eine andere Abhängigkeit nehmen. Ja, mein ältestes Kind, die ist jetzt ausgebildet und alles und hat sogar selber Familie, wie ein Grossvater. von so zwei unglaubliche, also im Moment, also sie haben, glaube ich, Hausverbot. Im Moment. Wie alt sind sie? 2 und 4. Schlimm. Also, ja. Als Kind kann ich ja von Glück reden, dass sie so herzig sind. Ich meine, man würde reinschlagen, glaube ich. Ja. Also, das ist abnormal. Man denkt dann auch zurück, okay, wir haben das auch gehabt. Man vergisst das einfach. Genau, man ist auch mal so gesehen, ja. Aber das weiß ja. Ich alles nicht mehr. Ja. Nein, zum Glück nicht, da drehst du durch. Und jetzt, meine älteste Tochter, letztens hat sie mir ein bisschen erzählt, von der Zeit, wo ich aufgehört habe mit dem Bäcker, und hat sie gesagt, das sei ja nur schlimme Zeit gewesen für Kinder. Ja. Einfach der Existenzängst. Und Kinder haben ja mehr Existenzängste, dass die Erwachsenen in einem gewissen Alter. Und ich dachte, ja, hast du ja überlebt, sie hat eine Ausbildung studiert und alles, ist ja alles gut. Also ja. Sie hat mir das auch nicht vor, aber ja, ja. Das merkst du in dem Moment, wo dann halt wirklich alles in die Luft fliegt, überlässt du das nicht. Du musst ja dann irgendwie durch und mit deinen Spaghetti essen, das habe ich eben auch immer können. Auch den, wenn ich kein Geld kann, dann habe ich auch wie keins gebraucht. Also das ist so wirklich einfach so in mir, in dem Fall in dir auch drin, und das ist cool. Das ist heute noch so. Wenn ja. Ich habe, gebe ich aus, wie das, blöd. Das ist eben ein umgekehrtes Problem. Ja. Das habe ich eben dann auch, wenn so, jetzt ist mal etwas da. Ja. Yes, aber dafür lebst du dann in dem Moment, oder? Ja, das ist ja. Cool, oder? Ja, das ist schon so. Reisen und was weiß ich was. Und jetzt bei mir, ich werde jetzt 63 am 5. April. Übrigens, am 5. April werde ich 63. Nochmal wieder sagen. am 5. April, also das Jahr. Und jetzt fängt ja bei mir an so AHV-Gackfurzli-Sachen, ja. Oder? Ja, ja, also, das heisst... Also in 2 Jahren. In 2 Jahren kriegst du die erste Überweisung, oder? Ja, wenn man es nicht vergisst. Also man muss sich anmelden. Das hat mir irgendein Banker gesagt. Du musst ein Jahr vorher anmelden, sonst kriegst du gerne nichts. Ich sage, wenn wir dann noch schauen, das, was eingespart, dann kriege ich nichts. Aber dann kriegst du irgendetwas. Das ist ja relativ wenig. Und wenn du geheiratet bist und so, aber es ist 2 Jahre jünger, es ist schon viel jünger, dann muss ich bis 67, dann kriegst du ein bisschen mehr. Und dann kommt ja noch die Pensionskasse. Die habe ich auch. Keine Ahnung warum, aber ich habe so eine. Yeah. Und dort ist auch irgendwie Geld drin, wo einfach drin ist. Oder? Und wenn du das drinnen lässt, dann kriegst du auch fast nichts. Oder? Und wenn du stirbst, kriegst du einen anderen. Und das schießt mich so an. Jetzt ist mir schon im Überlegen, nimmst du das raus oder was machst du mit dem Scheiß? Yeah. Und vor allem, weil die sind so schlau. Also die geben es einfach jemandem anders, weißt, wo ich ja gespart habe, von meinem Arsch weg gespart habe. Yeah. Und wenn du stirbst, meine Frau hat immer gesagt, ja, wenn du stirbst, das hat sie so viel mal gesagt, dass sie gesagt hat, ich glaube, du bist froh, wenn ich sterbe, weil sie kriegt ja dann einen kleinen Anteil kriegt sie, glaube 30%, sowas. Nichts, das ist nichts. Yeah. Und das sind jetzt Gedanken, die ich mir machen muss, wegen Pension. Scheiße. Du gehst ja nicht einmal in Pension, das ist das Geile. Ja. Eigentlich, nein, es ist nur ein Name. es ist nur ein Name, wo man einmal... Also du willst nicht am 65. sagen, so, das ist meine letzte Show gewesen. Ja? Nein, werde ich nicht. Das ist wieder, wie heißt der? Simon Amann, der Skispringer. Ja. Wo immer schlechter springt. Ich glaube, zu 4 Meter gesprungen, oder? Und sagt, ja, aber dafür bin ich am längsten in der Olympiade. Und dann hat sie gefragt, trittst du jetzt ab? Und sagt er, nein, das muss man nicht denken. Das muss man einfach nicht denken. Irgendwann nimmt mich niemand mehr und dann bin ich im Toggenburg. Und irgendwo ist es noch cool. Ja, ist ja. Noch geil, weil er entscheidet in diesem Fall wirklich die anderen beenden. So, ja. Nicht ich. Ja. Ich sage nie, dann ist fertig. Ja, und das finde ich aber nicht so schlecht. Klar, es wird hart. Mhm. Auch für dich irgendwann. Ja. Wenn du auf die Bühne gehst und es sind nur noch, also wenn es gut läuft, noch 2 Leute. Dort und auch die schreien Gang und so. Das ist hart, finde ich. Aber man müsste es
vielleicht spüren. Ja, aber und ich denke mir dann dort auch, welche Bühne nimmt einem noch, wenn man konstant nur zwei Leute bringt, die schreien Gang Gang. Also weißt du, ja. Es ist irgendwie, ich glaube, dort der Kreislauf, der tut sich von allein dann eben schon beenden, sozusagen. Weil am Anfang gibt es Leute, die nehmen ein Risiko auf sich, indem sie sagen, Rolf, noch nie gehört, aber komm, schauen wir mal. Ja? Und wenn dann zwei Leute kommen, dann können sie trotzdem sagen, hey, aber ich habe das noch lustig gefunden. Genau. Das heisst, da kann man vielleicht etwas machen. Aber ich glaube, im Umgekehrten, wenn es dann irgendwann heisst, wow, da kommen nur noch zwei Leute, da musst du dann schon, da hast du vielleicht eine Beziehung, die noch ein bisschen hilft für eine Zeit, aber wenn es über Jahre immer noch zwei sind, dann sagen sie vielleicht irgendwann, los, wir lernen es jetzt mal. Naja, gibt's schon Derek, wo das... Ja. Aber du hast ja ursprünglich, du hast dir das ja selber aufgebaut, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, aber ich glaube noch nie von dir selber, indem du, eigentlich hast du schon ganz früh so Events organisiert, wo Gastro und Comedy zusammenkommen, was jetzt super trendy ist, so hast du eigentlich angefangen. Ja, und ich werde kopiert, wie blöd. Ja, ich habe Coromedy mit meinem Schreiber zusammen erfunden. Coromedy, das war mit Kochen und eine Stunde Bühne irgendwo in den Bergen. Hat total funktioniert, 1200 Leute. Aber du hast die letzten zwei Jahre gesehen. Aber du hast das ja schon früher noch gemacht. Vorher habe ich mir in der, eben 99, wo ich aufgehört habe und absolut keinen Stutz mehr hatte, habe ich gedacht, irgendetwas muss ich auch machen. Ich habe vorher schon ein bisschen komisch getan. Also die Leute in Graubünden haben mich ein bisschen so kennt. Und dann habe ich mir eine Risotto-Pfanne bauen lassen, die ich für 100 Personen kann rausschöpfen kann. Und dann habe ich gedacht, und wie komme ich jetzt zu Leuten, also vor allem zu Geld. Und dann habe ich so, bin ich von Dorf zu Dorf gefahren mit dieser Pfanne und habe am Abend irgend so Garagen und so Räume halt einfach gefragt, nicht gemietet, gefragt, kann ich heute Abend oder morgen Abend und so. Und dann gesagt, ja, klar. Ist das so kurzfristig gewesen? Hast du wirklich gesagt, heute so oben, morgen so oben? Ja, so, ja, wirklich sehr. Und auch Plakate aufgehängt, noch einen Tag vorher und so. Und dann hat sich das ein bisschen rumgeschwätzt und so. Und dann habe ich mir noch Stühle basteln lassen, wo man halt ganz klein hätte können machen. Und dann hatte ich so 50, 60 Leute gehabt, Amix. Und jeder hat 25 Franken für den Risotto gezahlt und dann noch, glaube ich, 10 oder 15 für mich. Und so habe ich dann meinen Monatslohn verdient. Ja. Yeah. Hart, aber nicht einmal so schlecht. Ja. Ja. Und die Pfanne, das ist so meine Krisenpfanne eigentlich, die ist jetzt wieder zum Einsatz gekommen, natürlich vorher auch immer wieder. Und das ist cool. Also ich mache das noch gern. Es gibt eine andere Atmosphäre. Die Leute kommen nicht einfach in ein Theater und dann zahlen sie das Ticket und gehen nachher rein und dann kommst du und bababa, sondern die haben vorher wie eine Vorlaufenstunde. Ja, ja. Trinken, ein bisschen essen, meistens koche ich sogar noch selber, also mindestens rühren und schöpfe es aus und so. Und es gibt so eine andere Atmosphäre und das ist jetzt natürlich wieder super gewesen in der Corona-Zeit. Ich finde auch, das ist ein grosser Unterschied zu dem Star-Gebilde, wo es oft gibt, weißt, zum Beispiel bei Konzerten oder so Sachen, oder halt eben auch klassisches Theater oder so, da siehst du nie jemanden vorher und das sind zwei Welten, die ganz klar abgrenzt sind, die Bühnenwelt und irgendwie die Zuschauerinnenwelt sozusagen. Und Comedy, habe ich immer empfunden, ist etwas viel familiärer, etwas viel direkteres, weil du kommunizierst ja viel mehr mit den Leuten, schon wenn du auf der Bühne bist. Also warum sollte das denn nicht drumherum auch können sein, weißt? Ja, ja, ja. So dass hinter einem Vorhang sich verstecken, bis dann eine Show losgeht. Ja, nein, auf jeden Fall. Also, das ist ja wieder ein Punkt, jetzt in den paar Jahren da, sagen wir mal drei, vier Jahre zurück, wo ich so Pop-Up-Geschichten. Ja. Also, hat es früher auch schon gegeben, aber anders geheißen und so, aber das ist so etwas, wo ich bei euch, vor allem auch bei dir so gesehen, und das fasziniert mich extrem, also wenn du machst ein Programm, also wie das im Kopf haben, also zum Beispiel jetzt hast du eins, Stand auf heisst das, der Titel kannst du nie mehr toppen, nie mehr, der ist so geil, oder? Okay. Und du hast dann irgendein Programm, wo vielleicht ein Jahr spielst, und dann gibt es ein anderes Programm. Genau. Und das ist ja immer wieder ein Projekt-Tagbum. Und dann sind ihr
das sind wir früher wahrscheinlich wirklich nicht so gewesen, weil man das noch nicht so kennt hat. Viel näher beim Publikum. Viel näher einfach beim Publikum. Wir fragen das Publikum. Ist ja auch nicht immer ungut, finde ich. Aber wir fragen das Publikum, da, Hände auf, Hände ab und so. Yeah. Aber es gibt eine Atmosphäre auf der Bühne, wo ich eben auch unglaublich gut finde. Ja, definitiv. Entschuldigung, wo Spass macht, aber es ist eben auch eine ungefährliche Geschichte. Also da musst du wirklich etwas können. Also du musst reagieren können, du musst schnell sein, du musst improvisieren können und, oder? Und das können die alten Löhle zum Teil null. Also es sind schon ein paar, aber ein paar haben ja den Text und, ja, ja. Und so eine Nummer halt, bababa. Ja, aber es ist ja unser eins sehr unterschiedlich. Ja, bei mir ist es ein bisschen so eine Trainingsgeschichte. Es ist wirklich einfach, keine Ahnung, wie wenn der Fußballer Freistöße trainiert, einen Nachmittag lang. Danach wird es ein bisschen besser funktionieren im Match. Und da merke ich schon, die zwei Jahre Corona, da bist du nicht mehr in so einem Rhythmus. Ja. Das heisst, du gehst speziell aus dem Training raus und dann musst du oft wieder durch Repetition oft wieder ein bisschen reinkommen. So. Ja. Aber ich kenne andere, die sagen, ich will das gar nicht machen. Und dann gibt es die, die glaub, nur noch das machen wollen. Das war mal mein Konzept gewesen, von wegen so Pop-Up-Geschichten. Warte, jetzt müssen wir mal überlegen. Diese Saison war eine reine Impro-Show gewesen. Mit natürlich so zwei, drei Noten. Ja. Auffangnetz und so. Ja. Aber das war jetzt eigentlich mal die Idee gewesen. Und ich habe das Foto schon gemacht, den Namen habe ich schon gehabt. Ja. Jetzt spielen wir noch Stand auf. Aber es ist ein guter Titel und es ist ein gutes Programm. Darum bin ich froh, wenn ich das noch ein bisschen spiele. Ja, und das andere kann man immer noch machen. Genau. Wir reden auch schon seit 5 Jahren der Grossteil einfach auf Bühne stehen oder her sitzen und irgendeine Geschichte erzählen. Yeah. Und das braucht Mut. Den habe ich eben noch nicht gehabt. Aber es wär schon mal cool. Ja. Mal schauen, was passiert. Ja, sicher. Ja. Weil, ich meine, du hast ja massiven Output. Weil, was sind es jetzt? Wenn man die Pop-Up-Geschichte nicht einmal dazu rechnet, hast du 10, 11 Programme oder sowas gemacht? 13. 13! In 30 Jahren. So, andere machen in 30 Jahren vielleicht 5 Programme. Ja. Ja. Also, ja, es ist viel. Also wir sind fleissig gewesen, mein Schreiber und ich, alle 2 Jahre, Tag raus. Ja. Yeah. Und ganz am Anfang hast du noch so können 3 Jahre spielen, dann hat es Ursus einen Test gegeben, ganz am Anfang, wo bis zu 4-5 Jahre das gleiche Programm haben können spielen, weil es genug Leute hatten. Und das ist jetzt ja nicht mehr, oder? Also niemand mehr spielt so lange. Aber Divertimento, ja. Das logischerweise. Selbstläufig. Wie bei allem, wenn du sagst, das macht niemand, Divertimento macht es. Ja, das ist klar, das ist jetzt. Logisch. Das spielen die 4-5 Jahre. Ja. Ja. Nein, sonst, früher, ich glaube, so 3 Jahre ist glaube eher so der Rhythmus gesehen. Genau. Ich merke auf den Jahresrhythmus, den ich geil finde, überfordert Häuser zum Teil, weil sie sagen, ich will nicht jedes Jahr das Gleiche. Sie haben das Gefühl, es ist das Gleiche. Ja, ja. Du musst dann sagen, es ist eben genau nicht das Gleiche. Ja. Du hast wahrscheinlich mehr davon, wenn jedes Jahr weisst, die Person kommt oder das Stück, aber es ist immer etwas Neues. Ja. Oder? Aber also Bühne Huber hat ja da bei dem Unplugged-Zeug da gemacht, hat geschaut und so und dann hat er etwas Huren Cooles gesagt. Grundsätzlich spielt es keine Rolle, wie viel Mal du im Theater bist. Das Coole ist, wenn du mit dem Gleichen nochmal kommst oder mit etwas anderem, wo aber ähnlich ist, ist wichtig, dass man die Atmosphäre von dem Theater verändert. Ja. Und das habe ich cool gefunden, weil das ist schon lange in meinem Kopf und ich habe das auch immer wieder gemacht, Atmosphäre schaffen. Mhm. Also ich habe das so manchmal wie vergessen, Atmosphäre schaffen. Dann habe ich mal gesehen, der Unterrecker, wo allen Adieu gesagt hat. Ja, und das habe ich ein paar Mal gehört. Ja. Dann habe ich das einfach durchgezogen, die letzten 2 Programme. Ja. Und zwar manchmal wirklich 500-600 Leute, die da adieu. Und dann hat es wirklich gegeben, dass die Leute Schlangen gewartet haben, zum Adieu sagen. Also du schaffst Atmosphäre. Yeah. Und das ist so, das ist etwas, wo man so vergisst. Ja. Yeah. Dass
auch das kann ja immer das Gleiche sein. Oh, wieder das Theater, wieder die Stühle, wieder der Techniker, wieder der. Also, weißt du, so, das kann es ja auch sein, oder? Ja, ja. Aber wenn das veränderst mit einem kleinen Lichtkonzept, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, mit dem Bühnenbild, dann hat ja das Publikum schon eine andere Sicht auf die vorne. Ja. Und dann ist ja. Nicht egal, was du sagst, aber dann ist das, hat das viel mehr Kraft, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Ich glaube, das sind so kleine Sachen, wo das eine ist eben, was du auf der Bühne machst, aber mit der Zeit, ich mache das jetzt irgendwie 8 Jahre oder so, und das sage ich immer wieder, ich habe auch gelernt, wenn ich ein Konzert schaue, weil eben Atmosphäre schaffen, finde ich einen sehr schönen Begriff, habe ich mir so noch nie gesagt, aber es geht eigentlich um das. Für mich ist es immer Teil von der Show gesehen. So. Aber Atmosphäre schaffen finde ich ein schöner Begriff, weil bei einem Konzert läuft ja auch vor einem Konzert schon Musik. Ja. Und du hörst dann ein bisschen, oh, was ist das für Musik? Ah, das ist noch spannend, weil es hat so eine Verwandtschaft mit dem, was ich jetzt gerade wird sehen. Aber es ist nicht genau das Gleiche. Es ist auch nicht die Band oder die Sängerin, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Ah, es ist aber vielleicht ein bisschen elektronischer und es wird langsam lauter. Das heisst, du tust die Atmosphäre schon schaffen und auf das habe ich mich dann bei dem, wo du auch in Kur bist, schauen, beim Feelgood Comedian. Auf so Zeugs habe ich mich dann sehr achten, als ich das Programm gemacht habe, wo dann eben wirklich eine klare Playlist ist, vorher, einen klaren Ablauf, wo sich vielleicht auch ein bisschen unterscheidet von das, was man sich sonst gewöhnt gesehen ist, mit den zwei Hälften, die ich für Stand-up-Comedy irgendwie nicht so passend finde. So, und das ist eben alles Teil von der Atmosphäre. Dass eben, wenn schon ein Support-Act zuerst auftritt, hat man schon ein bisschen ein Gefühl gekriegt, für was da oben wird und alles so Zeugs. Das ist, finde ich, sehr schön beschrieben, sozusagen. Ja, und das hat eben dort absolut funktioniert. Ich bin das schauen und mein Schreiber, der Hardy Hemmi, ist auch dabei gewesen. Und das ist so ein, also der liebt vor allem die amerikanischen Stand-Upper und. Ja, du hast gesagt, John Mulaney findet das ja, genau. So geil, oder? Und die Schweizer Szener finden alle grundsätzlich blöd, aber finden glaube alle Menschen grundsätzlich blöd und das ist voll okay. Yeah. Und dann ist er dort hineingehockt, er ist dann wie auch ein Kind, oder wie ich und du und die Leute, die ich kenne, der ist dort hineingehockt und das ist eben genau das gewesen. Also wo über die Atmosphäre er das auch noch einen geilen Abend gefunden hat. Yeah, und das ist so. Also da ist mir auch das Maul nicht mehr ganz so gegangen. Wenn ich jetzt ihm sage, ich will das und das machen, also wir haben jetzt ein neues Projekt, wo wir ein bisschen dran sind, ich will das und das machen und ich will, dass das Publikum nachher brüllend rausgeht. Also ich will so eine Atmosphäre schaffen, dass sie nicht mehr wissen, wo oben nach unten ist. Und das ist so schön. Das ist, bei Musik ist das ja auch möglich, oder? Yeah. Patent Ochsner kann man gerne haben oder nicht, aber was der Typ kann oder mit dieser Band, ist einfach, ich brüll dort wie ein Schloss und ich kann nichts machen, keine Chance. Oder einen Film schauen, wo irgendwie noch, klar, die Amerikaner sind da spitze, noch irgend so ein Kind über die Bildfläche läuft und so und dann Mama noch hinterher kommt, wo alles weht und der Doktor und so. Dann, das ist atmosphärisch auch ganz gemeine auch. Ja, ja. Es gibt auch ganz gemeine Lieder, wo du keine Chance hast, zum nicht herzuhören. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, wo wir könnt auslösen. Hundertprozentig. Ja. Und das ist so, das habe ich so ein bisschen vergessen und ich mache das noch. Ja. Es traut auch zu. Weil ich sage dir jetzt etwas. Ich bin, ich bin schon ein paar Mal in London gesehen. Und jedes Mal, wenn ich in London bin, gehe ich noch Comedy schauen. Zum Teil kenne ich mittlerweile sogar Leute, die dort auftreten, persönlich. Und also es gehört auch dazu. Du musst in einen Comedy-Club. Und oft will ich aber auch in einen, wo ich noch nie gesehen bin. Und oft will ich auch irgendjemanden sehen, den ich noch nie gesehen habe. Und das letzte Mal, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal gesehen ist, aber ich bin dort gesehen, ein Kollege von mir hat gerade in London gewohnt und der andere ist mitgekommen. So, das heisst, wir sind zu dritt gesehen und es war klar gewesen, wir gehen natürlich noch irgendwann Comedy schauen. Meine Aufgabe, das irgendwie rauszusuchen, dann schaue ich so ein bisschen, warte, und dem oben haben wir schon zum Nacht reserviert. Das wird lange. Komm, Sexy. Sexy gehen wir in den Comedy Club und ich habe schnell gegoogelt, 2-3 Minuten geschaut von dem online. Das ist ein Ami, der wohnt schon lange in England. Der ist ein bisschen böse und so, das kommt glaube ich gut, so ein bisschen zynischer Humor, aber wahrscheinlich nicht zu böse, sondern mehr so, der weiß, was er macht. Okay.
Jetzt erzählt er dort, das war ein Tryout, eine Stunde, ja. Erzählt er die ganze Geschichte, wie er und seine Frau probiert haben, ein Kind zu adoptieren. Ja. Und er hat alle Mechanismen, die er hat, halt von seinen, weiß nicht wie viele Jahrzehnten Stand-up, aber er erzählt dir halt wirklich seine Lebensgeschichte. Ja. Und es ist ganz schlimm mit, sie kriegen irgendwann einen von der Adoptionsagentur und es passt nicht für seine Frau und das Kind irgendwie. Die haben keine Connection. Und er hat es aber super mit dem kleinen Bub. Und dann müssen sie wieder zurückgehen. Und dann hat irgendwann sagt sie, scheiße, ich vermisse den, ich will den wieder. Und die Agentur sagt, nein, das geht nicht mehr, das ist weg. Und so, und das geht einfach so auf und ab, lalalala. Und er hat eben genau die Mechanismen. Und am Schluss tut er irgendwie tut er so ein Tierchen wegziehen und dann steht das Bild von dem Kind mit ihm und einfach sofort habe ich geflennt wie ein Idiot. Es ist nicht anders gegangen. Ja. Weißt? Es ist einfach, es baut auf dem auf und er sagt, da ist er, wir sind jetzt immer noch, das ist jetzt mein Kind und so, oder? Ja. Und meine Kollegen von der einen, die stinkhässig gesagt, was ist das gesehen? Wo schläfst du uns an? Ich habe jetzt dumm wollen lachen und jetzt sowas. Nein, jetzt ist mir oben am Arsch. Was will ich da dem sein Elend hören? Und ich so, hat etwas bewirkt. Also weißt du, hat ja anscheinend klar, funktioniert. Klar. Aber es ist so krass gesehen. Ja. Und er hat auch genau gewusst, wenn er wieder muss, eben einen Lacher bringen, damit es nicht... Das nicht kippt, ja. Genau. Ja. Nur Depro ist, so, weil eben nachdem alle so Tränen aufgelöst sind, bringt ein paar Jokes über seinen ursprünglich rassistischen Vater, der jetzt aber mit dem afrikanischen Kind eine riesen Liebe hat und so. Also sensationell. Ja. Aber es ist ja möglich, nur durch das jemand auf der Bühne ist natürlich. Und erzählt. Absolut. In der Theorie erzählt die Person ja nur, aber es sind ja effektiv die Emotionen und Inhalte, ne? Ja, ja, ich habe das eben gerne. Ich bin auch ein extrem kitschiger Mensch. Ja. Ich bin ein Jahr lang in London gewesen, habe dort geschafft, im Kensington Hilton, bin ich Konditoreichef gewesen, jeden Tag 1000 Dessert rauslassen müssen. Wirklich? Ja, das ist so, mit 21 habe ich will fort von daheim. Und dann meine Gotte, die wohnt hier in Zürich, hat dann so ein paar Connection gehabt und hat gesagt, ja, look, Hilton wäre doch noch etwas in London, das Kensington, es gibt ja noch das Londoner Hilton. Ja. Und dort sind mehr so die Könige und Bababa und so. Und das Kensington, das ist wirklich das Coole, oder? All die Goldies und Pink Floyd und bla 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 sind alle dort oben. Ja. Und all die Tennisstaren und so, die übernachten im Kensington Hilton. So. Und dann habe ich gesagt, ja, schau schon mal. Und dann ist irgendwann mal ein Zettel gekommen, also so ein paar Blätter gekommen. Und dort ist dann bla bla bla, was ich alles haben muss können. Und ich habe wirklich nichts können. Also ich bin direkt aus der Lehre raus. Und Konditorei und Hotelkonditorei, das ist total eine andere Geschichte. Also musst viel mehr Cremen können und. Und vor allem, was ganz gross angekreuzt hast müssen, ist natürlich Englischkenntnis. Und die haben null, jetzt kann ich mal recht Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich, das ist cool. Und dann bin ich auf das London geflogen und dann hat man müssen in das Hilton an die Rezeption und dort war ein Deutscher zum Glück und hat mir eine Deckbette, eine Küsse und einmal zum das anzuhören gegeben und gesagt, Tunis Road, keine Ahnung, 11 oder so etwas. Ja. Und dann bist du vor dem Hilton gesehen mit dem, wie so ein Sträfling. Dann habe ich das Tunis Road gefunden mit Taxi und so. Und das ist das Personalhaus gesehen. Und dort ist dann irgendein Chef gesehen, halt auch einer, der geschafft hat, und hat mich dann empfangen, irgendein Australier, ich wirklich abartig kein Wort verstanden. Und am nächsten Morgen bin ich dann dorthin gekommen und dort habe ich immer noch nichts verstanden. Und dann haben sie langsam gemerkt, scheiße, der kann kein Englisch. Und dann haben sie mir dann einen Schweizer her zum Übersetzen und so. Yeah. Und dann habe ich dann angefangen. Und dann nach 3 Wochen hat es geheißen, der Chef von mir, der war auch ein Schweizer, der geht jetzt Transfer nach Israel. Und du bist der neue Chef von der Konditorei. Yeah. Jeden Tag 1000 Dessert. Sweet Trolleys und Pfurzer Brr. Und
wenn da die Blondies und Deep Purple und was der Geier was gekommen ist, dann muss zuerst einmal, hast du müssen führen, go Zeug servieren. Und wenn es gut war, ist es gut gewesen. Wenn es nicht gut war, hast du es um den Grind geschmissen gekriegt. Ein paar Mal ist das passiert. Also die hohen Ananas, die aufschneiden hast müssen, und das habe ich auch nicht können. Vorschau für die, wenn einmal an, halt so ein paar Figürchen machen. Und da bin ich ein Jahr geblieben. Also ich bin natürlich immer besser geworden. Das ist dann schon, also am Anfang war es schlimm gewesen. Krass. Und London, ja, da bist halt jeder, also ich bin Vollalkoholiker gewesen, wo ich nach wirklich, bin aufgestanden und han zittert, die haben mein Bacardi, mein Gin, mein Ding gebraucht mit 22. Oh, ja, und dann bin ich nochmal abgehauen. Also ohne mich abmelden von daheim bin ich nochmal übrig. Und dann hat es mich einen Tag verhaftet, weil ich vergessen habe, mich dort dann abzumelden. Also wegen Militär und yeah. Zeug. Und dann bin ich ins Hilton vorbei und die haben noch keinen gehabt. Und dann haben sie mich wieder eingestellt. Und dann habe ich nochmal zwei Wochen dort geschafft, weil da hat es ja ein bisschen zu trinken gegeben. Und nachher heim, und dann über Frankreich bin ich nachher heim. Und dann habe ich einfach lang kein starkes Zeug mehr angelangt. Ja. Yeah. Und das ist auch gut, also ja, jetzt kein Problem mehr. Und das ist meine London-Geschichte, also jeden Tag irgendeine Party bei irgendjemandem, jeden Tag. Ach, das ist scheiße. Und das ist schon noch cool gewesen, eine Art. Gut, das ist Anfang streng. 20, gutes, eben, Anfang 20, ja, gutes Jahr. Oder? Ja, kein Problem. Also, schon ein Problem, aber es geht. Nicht gross. Genau. man kann es handeln, genau. Shit. London, ja. Ist das die einzige Auslandsaufenthalt gesehen? Bist quasi aus Graubünden, bist für ein Jahr auf London und dann bist du wieder zurück? Ja, also so schaffenmäßig schon. Ja, ja. Sonst habe ich noch ein paar andere Sachen dürfen machen. Ja, aber so effektiv schaffen. Schaffen, das ist meine einzige. Gut, und ja. Kreuzfahrt, bei Kreuzfahrtschiff bist du auftreten, das weiß ich. Bei Kreuzfahrt. Ja, das musst du einfach machen, wenn wir das kriegen. Das hatte ich so gerne mal gemacht. Ich habe das Gefühl, ich werde es nie mehr erleben. Mal, es gibt Graubünden macht da mit so Medien wieder. Obwohl, das gibt es immer wieder. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es noch tragbar ist, so ökologisch etc. Nein, das war dazu mal nicht tragbar gewesen. Das ist jenseits. Aber das ist so wie... Jetzt machen sie so Öko, jetzt gibt es so Öko-Tanz. Ja, okay. Es wird schon besser. Aber das war vor 4 Jahren gewesen, oder so, vor 5 vielleicht auch. Fliegst du auf Miami und nachher dort ist mit 4'000 anderen Leuten auf die kleinen Inseln und alle gehen dann schauen und die Einheimischen sind so in Ruhe. Nein, das geht gerne. Aber es ist jetzt... Hast du mir das erzählt, dass bei dem Auftritt auf den Dampf, dass es auf die Minute genau getimt ist? Wo sie dann, wenn du jetzt eine Stunde spielen musst, dass nach einer Stunde einfach wieder die Türen aufgeht für die nächste Truppe von Unterhaltungsprogramm auf Englisch oder was es dann immer ist. Ja, oder du bist je nachdem in einem Club drin gewesen, wo sie dich reingemietet haben. Yeah. Also wo ein Post ab ist nachher mit so alten Frauentanz Sachen und Disco auch zum Teil. Und dann hast du 50 Minuten gehabt. 50 Minuten und dann bist du wirklich rausgeschmissen worden. Weil dann sind schon die anderen gekommen mit den Stühlen und die Lampen haben schon aufgegeben. Ja, das ist so. Aber es ist egal. Es ist cool. Und abgesehen von London, hat es dich nie aus dem Graubünden rausgezogen? Ist das die... Ja, weißt du, weil ich halt noch während der Bäckerzeit eine Familie hatte. Und ein Haus. Und dann hat man schon wollen, dass ich auf Zürich komme, wohnen, ganz am Anfang, wo es so losgegangen ist, mit dem Imago vernitten, dass ich schneller beim Blick, bei Schweizer Illustriert, bei was weiß der Geier was bin. Und da bin ich ganz schlecht gewesen. Ich habe auch nie den hohen roten Teppich, wo ich in 2 Jahren beim das Zelt gespielt. Mhm. Und dann ist ja immer jedes, oder 3 Jahre sogar, ist jedes Jahr ist so eine Gala gewesen. Und dann, Gibt's immer noch? Gibt's immer noch, genau. Und ich bin dann auch zweimal in dieser Gala dabei gewesen und dann probst und tust und ja, hast ja nur hohe Büffe hinten dran und auf das Mal, beim ersten Mal weiss ich, auf das Mal ist niemand mehr da gewesen, nur ich.
Und dann denke ich, was ist los? Ist mein Manager reingesprungen und gesagt, hey, komm, der rote Teppich, Schweizer steht. Ich dachte, darum ist niemand mehr da. Und dann bin ich raus und habe den roten Teppich nicht gefunden. Und als ich den endlich gefunden habe, ist natürlich schon, die haben schon die Foto abgedreht wieder. Ja, und das ist meine Geschichte. Und dann hat man wollen, eben, dass ich auf Zürich, dass man einfach schneller, als wo ist. Das ist halt, das ist, der Pott ist da, das ist nicht in Chur. Und mich das einfach, mich das nicht interessiert. Es ist so gut in dem Dörfli. Da lässt du in Ruhe, kannst runterfahren. Es ist schön, kein Nebel. Also weißt du, so, das, ich würde es nicht schaffen, ich würde, glaube ich, zu Grund gehen. Yeah. Also wenn du so lange halt jetzt in Graubünden bist. Yeah. Und sonst können sie auch telefonieren. Sie sind ja auch schon ein paar Mal vorbeigekommen. Mein Gott, können sie auch mal raus aus dem Zürich. Also, ja, was soll da? Also, ich frage mich auch immer, wie viel es, also klar, das fragen sich alle, wie viel bringt es wirklich, weißt, und wie viel ist, keine Ahnung, eine Doppelseite in einem Magazin. Es ist ja auch ein bisschen, Ego-Geschichte. Ja, streichelt ja auch das Ego schön, wenn man irgendjemand wieder vorkommt oder irgendetwas macht. Natürlich. Aber eben, was es effektiv bringt, ist zum Teil eh noch schwierig zu sagen. Wie viel von deinem Publikum blickt vielleicht noch, aber Schweizer Illustriert, wie viel von deinem Publikum lässt Schweizer Illustriert? Das sind wenig. Also, ich finde es Glückspost. Das ist natürlich auch so, da musst du unbedingt rein. Ja, Bin ich aber, muss ich sagen, bin ich mal gesehen, mit einer Geschichte mit meinem Vater zusammen, wo irgendwie ich für ihn gekocht habe. Ja. Und weißt du, was geil war? An Glückspost, das habe ich sonst wirklich noch nie erlebt. Das ist ja, also vor allem am Anfang, ich so in meinen ersten Jahren habe ich gefunden, ich muss immer alles gegenlesen und hoffentlich kann ich noch etwas Lustiges dazu schreiben, wo mir erst nachher eingefallen ist und so, oder? Dass einfach möglichst lustig und professionell wirkt, so. Ja? Und dann lese ich das von der Glückspost und habe gefunden, da korrigiere ich jetzt gar nichts, weil ich habe sicher keinen einzigen Satz so gesagt. Ja. Sondern das ist eine eigene Geschichte, die sie geschrieben haben. Aber die war herzig. Ja. So eine Vater-Sohn-Geschichte irgendwie. Und ich habe dann so gefunden, weißt du was, ist doch geil. Weil ihr wisst, was eure Leute lesen wollen. Ja. Eben, es hat nichts mit dem sonst zu tun. Aber das ist wirklich eine herzige Geschichte gewesen, wo hat genauso gut können, der Flaps und sein Vater, der Miximox, keine Ahnung. Also weißt, es hätte oft so eine Kindergeschichte können sein. Ja. Ich habe es super gefunden. Ja. Und da habe ich gefunden, jetzt muss ich auch nicht mehr gegenlesen. Nein, ich habe auch immer gesagt, komm, lass mich in Ruhe. Schreiben doch einfach irgendetwas. Und ja, vielleicht hat es da und dort, das weiss man ja nicht, da und dort etwas ausgelöst und es sind ein paar mehr Schläger, Frauen, Männer dann gekommen. Das ist möglich, das ist ja gut. Ja. Aber wenn du fragst, bringt, ja, es sind halt so Tropfen. Ja, eben, es bringt eben für die Eigenwahrnehmung, die man irgendwie dann stärkt. Oder? Habe ich auch schon gemerkt, wenn du ein paar Mal nicht mehr vorkommst, dann ist das Gefühl, ja, also passiert etwas, Momentum oder keine Ahnung natürlich, was. Oder? Natürlich, das dürfen wir auch haben, das sind die ein paar Privilegien, wo wir haben ein paar, aber nein, klar, also ich finde das auch, und vor allem, es stärkt auch das Skalenprogramm natürlich, also wenn du dein Grind oder deine Stimme da und dort hast, ich mache es nicht mehr jetzt, aber wenn man Gala-Sachen macht, dass man dann mehr angerufen wird und Gala-Sachen ist, ja, weißt du selber, das brauchen wir zum Überleben ab und zu. Und das meinen sie ja nur, wenn sie die kennen, oder? Ja. Also die Chefs und so, die wollen ja auch ein bisschen blöffen mit unseren Gründern und so. Und nein, ich habe nichts gegen so Zeug. Also Blick hat ein bisschen gestresst am Anfang, weil ich habe ja noch einen Sohn im Rollstuhl. Mhm. Und wo er noch klein war, hat der Blick unbedingt für Dings machen. Die Schweizer Illustriert am Anfang auch. Einfach so wie eine Homestory mit meinem Sohn und Pa und so. Yeah. Und es ist nie um mich gegangen. und dann habe ich verboten, also, nein, nichts. Also, ihr kriegt absolut nichts von mir. Und das habe ich einfach durchgezogen bis jetzt. Ja, das gackt mich an. Das ist irgendwie. Zum Beispiel meine Frau habe ich auch nie
zeigt. Ja, ja. Weil ich fluche dermaßen manchmal über meine Frau auf der Bühne und sobald die ein Gesicht kriegt, kann ich es nicht mehr, oder? Das ja. ist blöd. Genau, weil die Frau, die du auf der Bühne drüber fluchst, ja. das ist ein fiktiver Charakter. Oder? Genau. Und ja, ich weiß absolut, was du meinst. Und sobald man dann das Gefühl hat, das ist ja die, boah, und vielleicht sagt sie noch etwas. Ich meine, wenn du irgendetwas auf der Bühne behauptest, ist das eine. Aber wenn du dann sagst, sie hat dann das gesagt, und das hat sie vielleicht gar nicht genau so gesagt, dann wird's auf einmal ja, sehr kritisch. Ja, vor allem, Avila ist ja das grauenhaft gesagt, also jahrelang, also 10, 15 Jahre lang, egal wo ich gesehen bin mit ihr, im Wallis oder irgendwo, irgendeine Bratwurst am Essen, hat es todsicher Leute gehabt, die hergekommen sind, und zwar zu ihr. Mager noch. letzten Sommer in Müstair, also da irgendwo Ofenpass hinten durch, yeah. Auf Zeltplatz, Tag, den Bus hergestellt und so, das ist, keine Ahnung, 2 Minuten gegangen sind, Luzerner gekommen und gesagt, ah, das ist jetzt die Frau von Ihnen, Herr Schmid. Und sie ist aber cool, sie reagiert yeah. dann dort schon cool, aber yeah. es ist wahrscheinlich nicht, also jede Frau würde es nicht lustig finden. Ja, das nehme ich an. Und darum ist es sicher auch nicht schlecht, wenn man das ein bisschen Trend von der Bühnenfigur sozusagen. Genau. Aber das ist ja eigentlich, man kann sagen, das ist eigentlich ein viraler Hit gewesen. Es ist noch alt viral gewesen, aber eben, dass ich mag einfach nicht mehr, wenn du sagst, 10, 15 Jahre lang, dass alle mit dem Chor sind. Das ist schon durch Hit gesehen, wo irgendwie alles nochmal mehr... Nein, das ist er gesehen, also das ist vor 20 Jahren yeah. her und das ist der Lotto 6er gesehen und yeah. Der hat auch viele Sachen dann auch mitgebracht, dass er überhaupt dort hergekommen ist, hat damit zu tun gehabt, weil Mail hat es noch nicht gegeben. Oder yeah. du weißt, ganz am Anfang, das war wirklich noch eine absolute Kinderschuhe. Und die Surfer, die, wenn du dort irgendeine 5-Minuten-Geschichte durchgesausen hast in ein Büro, dann sind wir alle Surfer zusammen zu dieser Zeit. Oder? Yeah. Und darum ist der so rauf, weil das sind Hunderte, vor allem hier in Zürich, haben wir ein bisschen nachgefahren, mm-hmm. haben wir dann erfahren, dass wirklich büroweise die Computer nicht mehr da haben, yeah. weil alle mal schauen, bababa und so. Und das Thema ist natürlich zu der Zeit auch ganz, ganz gross gewesen, wo man angefangen hat, ich arbeite jetzt noch 27,5% und ja, also mehr als 15,8 kann mhm. ich nicht und so. Das hat es früher nicht gegeben, darum ist ja das yeah. bei mir auch so komisch gewesen, also eine Frau, die 30% arbeiten geht und daheim läuft sie, blablabla, ist ja eben die yeah, yeah. Und dann haben die Leute auch von mir suchen. Fernsehen, Radio, haben sie angerufen, hey, wer ist das? Der Bündner. Mhm. Und so. Und das Problem war, dass wir das nachher nie mehr richtig hergebracht haben, weil sie den Namen nicht gewusst. Und dann irgendwann war dann das der Rolf Schmid, aber alle haben mir der Bündner gesagt. Yeah. Und das ist so, das haben wir, und das haben wir nicht geschafft, dass, wie sagt man dem, einfach auf meinen Namen. Die Connection, ja, sozusagen. Genau. Ja, heutzutage war sie völlig durchgetaktet und dann war am Schluss noch ganz dick der Name ja, und ja, ja. alle ja, Tourdaten. Ja, das haben so. Wir verpasst. Aber weißt du, wie es denn überhaupt in die Büro gegangen ist? Nein, dann haben wir eben, eine Weile haben wir dann noch gesucht. Einfach haben wir einen Aufruf auch gemacht, yeah. wer, also es muss ja irgendjemand yeah. muss es gewesen sein, yeah. wo das weiter verschickt hat. Ja, klar. Und dann haben wir gedacht, das wäre ja absolut das Geilste, wenn man diese Person würd finden würde. Also dann gibt's etwas. Dann machen wir etwas. Aber das ist natürlich schwierig, oder? Es ist nie ausgekommen, nein. Okay. Es ist nachher einfach weitergegangen und dann ist Benissimo gekommen, relativ schnell. Mhm. Und die haben ja dazu mal noch irgendwie so 1 Million oder yeah, yeah. Million Zuschauer gehabt. Dann habe ich den mal dort gebracht, dann hat es gerade mal 70 Auftritte gegeben, und zwar grosse Häuser. Mhm. Und dann war noch die Schlager-Zeug da gewesen, Vorausscheidung für was weiß ich was. Und dort bin ich auch mit dem Imago einfach nicht gewesen. Und das schauen ja unhoren viele, also zu dieser Zeit. Und nachher ist es wie klar gewesen. Yeah. Ist es so ein Dauerrenner gewesen. Und bis vor ein paar Jahren, wo ich mich dann entschlossen habe, den einfach nicht mehr zu spielen.
spielen. Es gibt ja immer noch Leute, die am Schluss... Ich kann sagen, der wird sicher noch verlangt. Ja, ja. Ich bin ja sogar schon dabei gesehen, wo einfach, sie können zum Teil nicht mal mehr gerade ausschauen, ja. aber den Satz schreien können sie noch fünfmal. Nein, das ist cool, dass es den gegeben hat. Yeah. Ja, was ich aber noch spannend finde, weil es den gegeben hat, und alle das kennen und alle den Satz kennen, ich glaube, das ist so wie bei Songs, dass zum Teil, wir haben es kürzlich gehabt mit wem hast du das gesehen? Mit dem Cian, glaube ich. Dass es wie eine Entfremdung gibt vom Produkt, im Sinn von, bei einem Song kann es sein, jemand schreibt aus Herzschmerz und die Leute kommen dann und sagen, hey, das ist unser Hochzeitslied. Zu dem Lied... Ewige Liebe, ja. Genau, zu dem Lied haben wir uns verliebt oder haben wir uns verlobt und all das Zeugs, oder? Ja. Und das Gleiche ist eigentlich mit dieser Nummer, wenn man die wirklich schaut, habe ich das Gefühl, kann sie anders interpretiert werden, als wie die Menschen sie aufgefasst haben. Weil für die Menschen ist einfach irgendwie der Satz einfach so wieder Hit geworden, oder? Weil sie einfach haben, so lustig, der sagt immer wieder, ich mag einfach nicht. Ja, aber auch ich glaube eben auch das Thema und darum würde der, denke ich mir, noch lang aktuell bleiben. Weißt du, auch 20-Jährige, das ist zu jung, aber so 25, 30-Jährige, yeah. Wo irgendwie keine Ahnung, eine Frau oder ein Mann haben, wo dann vielleicht auch zusammen wohnen und dann kommen ja diese Gesetze. Ohren schnell. Machst du heute Abend den Abwasch? Und dann, eigentlich willst du ihn ja sagen. Und jetzt darfst du ihn ja sagen, oder? Weil ich ja gesagt habe, jetzt sollst du sagen, ich würde schon gerne abwaschen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag einfach nicht. Und das ist ja das, wo immer weitergeht. Weil alle wir sind irgendwann in einer solchen, oder immer wieder in einer solchen Situation drin. Wer putzt, bei uns ja auch, ständig, wer putzt die hohen Hütte? Ja. Wir haben mal eine Putzfrau gehabt, Weile, wo so richtig viel zu tun war und so, die Lourdes, ganz Liebe und so, und hat ganz flink und hat gut putzt und so, und irgendwann habe ich sie dann entlassen, weil ich die Trottel selber putzen wollte. Und wir haben ein vierstöckiges Haus, alt, viel Staub. Und jetzt ist schon, das mache ich schon ein paar Jahre und so, und jetzt ist aber schon die Diskussionen, kommen jetzt natürlich. Hast du die Woche geputzt? Ja, schon, aber du musst nicht immer fragen. Weißt du, und so, und es gibt ja dann andere Situationen, aber dann gibt es dann eben auch der, putz doch selber, oder die Woche habe ich jetzt nicht mögen, und schon kommt es halt, jetzt kommt es wieder mit dem Magen einfach nicht und so. Und das sind so Situationen, die halt einfach cool sind. Weil Frauen können ja, das ist eben schon noch verrückt, wenn wir Männer fokussieren. Wir fokussieren, also ich muss putzen. Ja. Also nicht mehr irgendein Stab so, und nachher da und dort noch nass. Und nicht überall, jede Woche. Nur da und dort, oder? Und die Antwort von der Frau, wenn sie heimkommt, ist dann immer so, ich putze, danke vielmals, ja. Und dann geht es eine Weile und dann sagt, hast du unter dem Bett auch? Und sie machen ja das, sie nehmen dann auch noch jedes Figur und so. Und das ist auch richtig, aber das machen wir halt nicht immer. Und dann gibt es schon die Punkte, so, ja, nein. Also zuerst sagst du, ja. Und schlimm ist ja, wenn sie schauen könnt, siehst du halt schon. Ja, logisch. Ja. Dann siehst du aber. Das habe ich von meinem Großvater gelernt, nämlich, dass du, gut, das ist jetzt eh nicht glättet, das Hemmli. Aber wenn du ein Hemmli musst glätten, dann musst du überlegen, was du anhast, drüber. Und wenn es zum Beispiel ein Kittel ist, dann hast du gesagt, dann musst du ja nie im Leben hier auf der Seite und hinten glätten, sondern einfach Ärmel vorne und der Mittelteil von der vorderen Seite vom Hemmli. Das ist eben punktuell, oder? Ja. Und wahrscheinlich hast du genau gleich lang, weil du eben dann bewusst wirst. Das ist ganz sicher. Statt dass du einfach mal schnell einmal den ganzen Ärmel. Ja, aber es ist fokussiert. Genau. Da, fokussiert. Da. Und dann natürlich, wie so oft, ich glaube, ich habe das wegen der Hochzeit, habe ich das dann so gemacht. Und an der Hochzeit ist dann irgendwann eins am Morgen und dann gehst du tanzen und jetzt ziehst du den Kittel ab. Und dann siehst du, wie der Rest ist voll. Ja, dann kannst du immer noch sagen, es ist sehr heiß, jetzt den ganzen Tag. Also dann kannst du nicht etwas draus machen. Ich schwitze eben überall, außer da vorne. Ja. Genau.
Ja. Ah, herrlich. Herrlich, Rolf. Ich finde wirklich, von dir lehre ich auch immer extrem viel. Nein, den musst du mir jetzt lassen. Nein, es ist so. Ich finde es aber wichtig, dass es alt werden ist ja nicht schlimm, wenn man immer sich wieder getraut, mit Jüngeren reden oder die Jüngeren reden mit den Alten, wirklich ein bisschen früher, wir haben ja lange keinen Fernseher gehabt, also ich bin ja die Generation, wo das regt mich immer bei den 20-jährigen Comedian auf, wenn's im Publikum sagen, mir früher, dann denke ich mir immer, hä? Weißt du, bei dir früher ist noch, das ist nichts. Das jetzt kannst du mit 40 machen, kannst sagen, wir früher haben noch ein Handy gehabt mit 3 Kameras. Und jetzt haben wir 80. Keine Ahnung, ich weiß nicht, oder? Aber wir früher haben wirklich noch, bis ich 7-jährig war, jetzt auf dem Fernsehen noch nicht gegeben, in den Tälern, oder? Ja. Und Papa war auch der Einzige, der ein Auto hatte, im ganzen Tal. Und er ist sogar beschossen worden in einem Berggebiet. In Scheid heisst das. Ist er noch beschossen worden, wo mit Brot auf sie ist. Ganz am Anfang. Und das ist nicht so lang her. Das ist irgendwie, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Yeah. Aber so. Krass. Und dann hat es aber, was es gegeben hat, sind so Bänkli vor jedem Haus. Ja. Und auf diesen Bänkli sind Alte gehockt. Ja. Und die haben wir auch nicht alle mögen. Also das ist wie heute. Das haben wir auch nicht alle Alten mögen. Zum Teil sind sowas von dumme Sachen gewesen. Aber ein paar haben irgendwie halt immer etwas zu erzählen gehabt. Ja. Und wir Jungen, weil wir halt noch nichts hatten, haben dann halt zugelassen. Und ich habe auch gerne zugelassen. Nicht bei allen, aber bei ganz vielen. Und das ist eben etwas, wo die Alten uns Kinder so halt wie reingezogen haben auch. Und wir nicht so alt geworden sind. Mhm. Nicht alle, also die es verstanden haben. Ja. Und das ist so, also finde ich jetzt drum mag ich die auch so gut, weißt, weil so zum Beispiel bei Mixed Shows hat es so eine Zeit gegeben, wo das nicht cool gsi ist, da hat man einen Auftritt gehabt, dann 10 Minuten oder eine Viertelstunde und dann ist man heim. Und die haben immer unhoher geflucht, dann gesagt, das macht kein Deutscher. Die Deutschen machen das wirklich nicht. Ja. Also man ist zusammen, das ist eine Show, die man zusammen miteinander macht, oder? Ja. Und da tut man lachen, da tut man leiden, da tut man brüllen, keine Ahnung, aber man macht es zusammen. Ja, ja. Und das ist jetzt so deine Geschichte, das ist ganz anders. Und da lernt man ja miteinander etwas, oder? Jetzt, so empfinde ich es eben. Extrem. Und das ist cool. Weil das klingt immer so blöd, aber das befruchtet sich ja dann immer gegenseitig, oder? Das ist genau das, wo irgendwie, mich hat das schon immer fasziniert, keine Ahnung, wo ich mit 14 in einem Austausch bin, so Spruchaustausch, da bin ich dort mit der Leiter am Hängen gesehen und nicht mit den anderen Schielen, sondern irgendwie, ich habe viel mehr mit denen wollen irgendwie abhängen und die haben es irgendwie mit mir auch lustig gefunden, irgendwie. Ah, jemand hat sogar gefragt, ob ich Spezialbetreuung brauche, weil ich auf dem Moment mit denen gesehen habe. Wieso kommt ein Paar mit als 14-Jähriger? aber ich hatte dort immer schon das Gefühl gehabt, das kann eben sehr. Ich verstand das nicht, wenn man immer nur mit Gleichaltrigen unterwegs ist, blöd gesagt. Ja, es passiert genau, da nichts. Genau, weil es bleibt ja dann so ein Mikrokosmos, oder? Die, genau. So Bubble wird es jetzt immer genannt. Oder? Dann bist du auf deiner Bubble von den Menschen, die alle sehr ähnlich sind wie du. Ja. Ja. Und that's it. Super einfach. So. Und man kann mit anderen kann man, das ist ja dann völlig wurscht, wenn man, nicht mal, dass das bei uns der Fall war, aber wenn man irgendwie eine andere Meinung hat, dann kann man die irgendwie auch sich anhören und austauschen und irgendwie, also... Ja, austauschen, ohne dass man Angst hat, dass der andere gerade irgendwie... Das befruchtet sich einfach. Ja, ich empfinde es wirklich so. Ja. Also ich sehe auch bei den strengen, im Moment wirklich strengen Enkel, die ich habe, das ist so...
Jetzt sogar im neuen Programm habe ich so einen Teil drin, also das ist so ein Improvisation. Ich habe immer zwei, drei Improvisationen drin, wo ich einfach ausprobiere. Wenn es klappt, ist gut, wenn es nicht, werden sie weggerührt. Und eine davon, die klappt gegen am Anfang vom zweiten Teil, stehe ich einfach auf die Bühne und sage nichts. Mhm. Und dann kommt das, kommt relativ langsam, also ich sage dann eben gleich immer etwas so, boah, die Ruhe, ja, ich habe zwei Enkel und die sind so laut, also bla bla, und dann kommt das vom nicht mehr gut hören, das macht ja auch Sinn im Alter, vor allem, und nicht mehr gut sehen, das macht auch Sinn. Ist aber schwierig, wenn die Frau irgendetwas sagt und du machst ja dann immer die grösseren Augen, oder? Du tust ja auch von Lippen lesen, das meinen ja noch viele alte Männer und Frauen, und verstehst alles falsch, ist nicht einfach. Also ich finde es noch relativ schwierig. Aber wenn man sich einlädt bei diesen jungen Fröschen, die ja noch null Ahnung haben, also dumm, wie die Nacht sind noch, oder? Nein, die Nacht ist sogar noch gescheiter. Einfach, weißt du, was da rauskommt, das ist unglaublich, wie die die Welt entdecken. Und dann denkst du, das ist so geil, das verlierst. Ja. Und dann gehst du dann halt auch, sehe mich, glaube ich, sehr gerne eben genau wegen dem, oder? Also ich habe auch viel Krach mit der Mama von denen, manchmal, weil ich halt Sachen mache, wie sagt man dem, erzieherisch. Ja, pädagogisch nicht pädagogisch ganz, korrekt, nicht ganz wertvoll ist. Und meine Frau ist ja auch Lehrerin, oder? Und sie macht es einfach anders. Aber ich mache dann halt wirklich, ich will, was ist das da? Ja, für. Ja, Feuer, ja, mach nur weiter. Und dann brennt es, halt, dann verbrennen die Finger und so, ist ja nicht schlimm. Das ist ja auch der Job. Genau, mein Großvater hat das mit mir auch gemacht. Ich bin bei ihm auf dem Schoß gesessen und mein Großvater hat sogar panische Angst vor Feuer. Ja? Und hat dann gefunden, ja, das sollst du nicht machen und so. Und danach hat er sich die Daumen abbrennt. Also abbrennt. Ja, das ist schwarz gesehen. Ja, ja. Und ich bin natürlich, wow. So, und genau das merke ich jetzt, wenn ich eben mit so einem kleinen Racco, so drei Götti-Kinder und die Kinder von meiner Freundin und so, dort entdeckst du dann auch wieder die spielerische Seite. Ja, als Komiker bist du ja oft irgendwie in deinem Kopf noch ein Kind. Aber das Spielerische im Alltag, das kann trotzdem verloren gehen, weil du musst ja eben gleich, du musst noch das machen, dann bist du völlig in dem Ding drin. Und irgendwann merkst du, aha, ich kann jetzt auch einfach siebenmal das Gleiche sagen. Ja, natürlich. Und das ist noch witzig, oder? Und vor allem, ich finde es eben Suchen, weißt du, das Suchen finde ich so cool. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Kinder Farben nicht kennen, wenn es auf die Welt kommt. Und am Zweijährigen gesagt, nimm doch den roten Stift. Natürlich, keine Ahnung, oder? Und dann werde ich verrückt. Oder? Der rote Stift, mein Gott, wie viel mal muss er? Rot! Bis mir jemand gesagt hat, nein, das geht eine Weile, bis die das können. Und man weiß es ja selber nicht, dass man das lernen muss. Und das ist so genial, finde ich, dass man so Zeug lernen muss, oder? Ja. Und eben in Dreck in der Kaie und bababa und so, das ist schon cool. Also mein Götti-Bub, der ist jetzt auch, was ist jetzt, 2,5 bald. Und der ist am Anfang, hat es geheißen, er ist super, du, der schläft die ganze Nacht, schläft länger als die Älteren und ganz entspannt. Und jetzt ist es ein Terror bald, aber wirklich, wow. So, wie alt ist er denn? Eben 2,5 oder so. Ah ja, nein, das ist grausig. Und nachher wird es ein bisschen besser und dann mit 6 ist bin ich abartig und dann wird es ein bisschen besser und dann mit 14 bis 25. Das hört nicht und dann wirst du älter und spinnst wieder. Nein, aber das ist ja grauenhaft. Also zweijährig, der Jona heisst er, das ist jenseits. Also wirklich, eben auch mit Machalo vierter Stock, zoberst oben, Estrig, dort haben wir unser Schlafzimmer und dort haben wir einen Ofen, einen Holzofen. Und Fernsehen und bla bla bla, so ein bisschen gemütlich, dort schlafen wir und können uns ein bisschen auch ausweichen. Nämlich sind dann unten am etwas schauen, hier, also so. Aber vor allem ein Schlafraum, dann hat es auch ein paar Kerzen, Ofen, Holz und so das Anzünder und so. Und letztens ist er raufgekommen, ich bin auch da oben gewesen, ist er raufgekommen und dann hörst du so nichts, dann weisst du,
Aber mir ist es wie egal gewesen, ich hätte noch etwas machen müssen. Und du hörst aber lang nichts. Und dann schaue ich um, dann hat er alle Kerzen angezündet. Mit dem Ding, so, irgendwie hat er es geschafft. Alle Kerzen angezündet. Kindersicherung bringt nichts. Nein, das ist scheiße. Nein, der, ja. die schauen genau her, und da und dann bam, bam. Und noch, das Problem war noch beim Ofen, eben die anzünden. Ja. Dort war er auch dran gewesen. Und der wäre scheiße gewesen. Also, ja. das ist viel Holz dort. Ja. Holz aus. Also, auch. Nicht nur, aber deine Einrichtung wäre weg. Ja. Und dann schimpfst. Also, dann schimpf. Ich sage dann, nein. Nein. Und das kapieren sind schon, dass Sven. Ja. Und Behinderte. Also Menschen mit einer Behinderung. Mhm. Das ist ja auch so, weil eben über meinen Sohn natürlich. Und ab und zu arbeite ich in einem Heim, in einem Behindertenheim. Mhm. Und dort Brot backen, Zöpfe backen. Da gibt's Leute, die Geburtstag haben, muss ja Torte machen und so. Und das macht Spass. Ja, so einmal in der Woche und manchmal in der Weihnachten haben auch noch Bier, Brot und Nuss oder so. Und das macht Spass, macht mir Spass. Und dort sind die Klienten. Und die Klienten, egal wie alt denn, das ist natürlich schön, irgendwo bleiben sie dann halt wie Kinder, ein bisschen. Mhm. Und die lieben mich, weil ich ja dann genauso tun dort wie sie, oder? Yeah. Und das ist so genial. Wenn das in der Öffentlichkeit dann erzählst, manchmal, dann ist ja das Publikum ist dann immer so, so ein bisschen gehemmt, oder? Aber weil sie das Gefühl haben, du machst dich darüber lustig, weil sie hören ja gar nicht wirklich zu. Sie hören gar nicht, was die Connection ist und was eigentlich du machst in dieser Geschichte und was sie macht in dieser Geschichte, sondern es sind halt so, Schlagwörter, oder? Ja, eben. Und ich sage dann immer, was man bei den Behinderten nicht darf, also, aber bei allen anderen auch nicht, man darf sie nicht auslachen. Yeah. Weil sie eine Behinderung haben. Genau. Aber man darf mit ihnen lachen und man darf mit ihnen Scheiße machen. Sie haben es ja gern, oder? Ja, also sie, wenn ich am Dienstag einmal raufkomme, zum Teil, einer zum Beispiel, Marco, der wartet schon, der macht nichts, der ist eigentlich Koch. Und der macht nicht mehr nie dort, macht der nichts, nur Teig und Zeug und so, weil wir uns halt akzeptieren und lieben. Mein Sohn, der hat ja früher, machen wir immer noch, wenn wir mit ihm ab und zu gehen, unterwegs sind, irgendwo in Rom, in Paris und so, der macht ja Sachen, er ist 30 geworden, jetzt macht er es leider ein bisschen weniger, yeah. Er ist jetzt auch ein bisschen erwachsen geworden, leider, aber der hat Sachen gemacht, das ist abartig, oder, so geiles Zeug, und das ist wie mit Kindern, eben, man muss es kennenlernen, man muss sich nicht, es gibt ja viele alte Leute, ich kenne wirklich viele alte Leute, die denken nicht einmal mehr anschauen, nein, lass mich in Ruhe, das ist viel streng. Das ist ja wahnsinnig, was so ein Mensch verpasst, oder? Ja, und ich glaube, was ich auch bei mir schon merke, es ist ja wirklich, wie du sagst, das Kennenlernen, wenn man sich darauf einlässt, dann ist es auch weniger anstrengend und weniger ermüdend. Weil der Spassfaktor, den findest du irgendwann. Ja. Also weißt du, ich schaue dann irgendwie eine Serie, wo natürlich sonst würde ich sagen, ich würde jetzt nie im Leben das Welle schauen. Ja. So, und dann findest du, schon nur als Beispiel, oder? Oder Spiel. Du spielst ein Spiel, wo das heisst, das ist das stupideste Spiel, das ich jemals gesehen habe. Es ist nicht einmal Memory. Memory ist noch mehr, es ist oft wirklich, hast du die Karte mit dem Gegenstand? Ja. Ja. Weißt du, fertig. Das ist das Spiel, oder? Und dann bist du wirklich so, das ist irgendwie gleich noch geil. Ja. Aber nur weil du dich darauf einlässt, wird es viel lockerer, oder? Ja, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch andere Sachen. So, letztens ist mir ein bisschen zu viel geworden. Und dann mein Iode, sie ist dann dort. So, einer ist so und der andere ist ein bisschen grösser halt. Und sie sind eben zum Glück herzig, aber dann rühre ich sie zur Hütte aus, und zwar 3 Tage. Und zwar so raus, schiess mich nur noch an, weil so Erwachsenengespräche, ich weiss, es geht da bei denen rein und denkt, der ist sowas von blöd. Raus, 3 Tage ist Hausverbot und so. Und dann, einer schreit dann ganz laut und der andere getraut sich nicht mehr so, das sind so die,
der da, bis es dann kommt, oder? Und dann gehen sie. Und dann aber nach 3 Tagen kommen sie wieder. Und die haben wie vergessen. Also wie, was ist es? Ja. Wissen aber, okay, also ich mache es nur, wenn meine Stube zusammen mit der Küche und das Bad so aussieht, als wenn so eine Bombe explodiert wäre, nur dann mache ich es. Yeah. Und das nützt nichts. Hey, ihr gackt mich auch irgendwie aufgeräumt. Weißt du, die Geschichte. Ja. Und das ist eben auch etwas, wo ich so schätze bei Kindern, dass die, dass, weißt, so schnell ist das weg und die lieben mich wieder. Ja. Yeah. Und wir ja auch. Und das, ja, ist eben auch so etwas, ich erwarte manchmal von Menschen, die mit mir zusammen sind, dass die sagen, der Abend, der heute gespielt hat, ist so ein Scheissdreck, das kannst du dir gerne vorstellen. Der Hardy, mein Schreiber, macht das manchmal so. Oder kurz vor der Premiere sagt er, ich persönlich würde jetzt nicht auf die Bühne, weil du bist sowas von nicht vorbereitet. Also, ich find ihn dann auch doof. Das ist nur, das kannst du nicht machen. Machst auch nicht. Aber so, grundsätzlich ist es eigentlich schon cool, wenn man kann sagen, das ist nicht geil gewesen, das, was du jetzt gerade gemacht hast. Sorry. Und dann erwarte ich von dir, wenn ich die 2 Tage später sehe, dass du mit mir genau gleich umgehst wie früher. Ja. Das ist schon cool. Das ist etwas, irgendwie, ich habe gemerkt, bei mir ist so gesehen, irgendwann in den 20er Jahren habe ich das zum Teil ein bisschen verloren. Das ist mir auf einmal nachtragend. Ja, habe ich auch. Weißt du, völlig blödsinnig. Und danach habe ich aber gemerkt, ich kann das auch wieder ein bisschen ablegen. Das ist wirklich einfach, das war dann gewesen, und eben dann begegnet man sich wieder von null. Und das ist super. Ja, ich kann es nicht immer, aber es wäre... Ich kann es auch nicht immer, aber schon nur die Realisation bringt wieder etwas, oder? Ja. Weil sonst läufst du ja irgendwann super, super kriegsgrämig durchs Leben. Weil du schaffst irgendwie, du kannst ja alles irgendwie jemandem nachtragen und werfen und... Habe ich dort im Fall nicht, habe ich nicht toll gefunden. Ja, damals. Das sind die Diskussion. nein, ist nicht. Schon, aber nein, das haben wir. Nein, aber dort bist du wirklich. Nein, aber so super. Nein, ist schon klar. Es ist schwierig. Es ist schon schwierig. Kinder haben eine andere Geschichte auch im Hirn, oder? Ja, klar, das ist ja auch ganz jeden Tag. Genau, es ist ja eigentlich jeden Tag Reset. Ja. Es ist ja eigentlich, wenn du gehst schlafen, Reset. Genau. Dann fährt es wieder von null an. Ja. So. Das ist schon krass. Aber es ist anscheinend auch irgendwie, ich habe mal etwas gelesen, psychologisch ist irgendwie etwas Negatives ist viel stärker verankert als positive Ereignisse. So, das heißt, es ist super dumm. Das heißt, du kannst irgendwie mit jemandem 20 positive Ereignisse haben und dann hast du ein Negatives und das ist dann so der Dorn, wo immer irgendjemand... Der macht wirklich keinen Sinn. Nein, es ist mega dumm, wenn du einfach wirklich... Das pragmatisch anschaust, heißt, es kann ja gar nicht sein. Es ist eben gar nicht so perfekt. Ja. Und dann im Umkehrschluss wieder, du hast nachher, wenn dann etwas beendet ist, sei es eine Beziehung jeglicher zwischenmenschlicher Art sozusagen, dann wird auf einmal alles Negative wird wie ausblendet. Also, das ist dann wieder gut. Auch Lager, ja, nicht nur. Weil ja, nein, nicht nur, ja. Aber weißt du, also ich habe zum Beispiel Skilager nicht immer das Schlimmste gefunden, aber ich weiss nur noch die positiven Sachen von den Skilager. Ich weiss nur noch die tollen Sachen. Ja. Und die beschissenen habe ich wahrscheinlich schon positiv gedreht. Ja, das ist ein Schutz, genau. Wenn du mal solche Kinder haben, dass du in das Skilager schickst. Das würdest du ja nicht machen, oder? Das ist eine Wochenzeit. Das ist von Billy Gates. Irgend so ein Chip. nein, ich weiss es bald. Das ist ein paar geniale Sachen haben wir halt. Auch wenn jemand vor dein Haus baut, denkst du, Arsch, oder? Ja. Yeah. Meine Aussicht. Und kaum steht das Gebäude 3 Wochen später, hast du keine Ahnung mehr, wie es vorher ist. Das ist so genial. Das denke ich immer bei so Updates, egal was. Da reg ich mich zu Tod auf. Der Scheiß, warum haben die das jetzt geändert? Jetzt ist doch alles. Ich habe genau gewusst, weil vom Handy oder in der Webseite oder so. Genau gewusst, jetzt klicke ich da und dann mache ich das. Scheißdreck. Und irgendwie eine Woche später bist du schon. Das ist wirklich viel einfacher. Ja, natürlich. So blöd. Aber das finde ich auch das Faszinierende. Und darum eben, ich schätze den Austausch mit dir immer sehr. Einfach, egal in welche Richtung es geht. Darum habe ich auch den schweren Weg da
Glattbrücke unternommen und mit dem Zug. Ja, du bist selber schuld. Ja, ich habe dir Anweisungen geschickt, wie du mit dem Auto hier ankommst. Ja, nein, da können wir zwei jetzt nichts dafür. Aber ich habe meiner Frau gesagt, ich gehe auf Zürich. Sie hat gesagt, ja, schön. Zum Joel. Sie hat gesagt, ja, lässig. Komm im Auto. Dann hat sie gesagt, spiel schnell! Umwelt, hui, hui! Und geh doch mit dem Zug. Und weißt du, ich habe alles. Aber ich bin noch sehr am Anfang und so. Und dann bin ich jetzt auf Kur mit dem Auto. Und dann parkiert. Und dann, wie komme ich zu so einem Parkbillett? Dann habe ich dann geschafft. Und nachher auf dem App kannst du ja dann beim Zug, also Opfikon, kannst du eingehen. Ja. Geht aber nur bis auf Glattbrück. Und dann eingestiegen und da ein paar und dann da eben ausgestiegen irgendwo an der Pampe und dann bin ich natürlich, und meine Frau wäre natürlich sofort da, wo Bus und Body bei und und darum ist es ein schwerer Weg gewesen. Wo du nichts dafür hast, das ist nur meine Frau die Schuld. Ich werde heute oben auch die Meinung sagen, eine Art. Darum bin ich da und freue mich. Also, bin immer noch am Freuen, gell? Wir sind immer noch da, ja. Gut. Was haben wir? 1:15 haben wir jetzt dann. Krass, oder? Wie lange hast du überhaupt Zeit? Du hast noch irgendetwas zu oben, hast du gesagt? Nein, das habe ich abgesagt. Ist eh ein Absage. Nein, es wäre ein Projekt gewesen, das ich der Kleinbühne hätte gerne vorgestellt, aber sie haben eben schon eins. Also wir sind ein bisschen spät. Ist egal. Ach so, okay. Geht weiter. Ja. Eine andere Sache. Gut, und du bist jetzt, wir sind ja noch nicht aus der Pandemie draussen, aber du bist jetzt langsam eben wieder so ein Projekt erarbeiten, wo du dann sagst, irgendwann mehr kommt wieder etwas. So. Ja, genau. Also das neue Programm, das ich habe, das hat ja fast noch niemand gesehen. Yeah. Also, wir haben es geschrieben, der Hardy und ich, kurz vor dem ersten Lockdown. Ja. Yeah. Und dann ist der Lockdown gekommen und blablabla. Also dann ist gar nicht mehr gelaufen seit 2 Jahren. Und jetzt Rose und Murr-Festival haben sie es zeigen und St. Gallen in der Kellerbühne 2-mal. Aber so, sonst eigentlich noch nicht. Also das Programm ist noch da und man kann da noch ein bisschen etwas verändern. Und ich glaube, das ist das, was ich nicht mehr will. Also ich will wirklich mehr halt so Projekte schaffen. Ja. Ein paar Monate im Jahr, Tag, Bumm und Freude haben. Also jetzt geht es nur noch um Freude haben. Ja. Nicht mehr um, ich muss jetzt um zu verrecken noch. Klar muss ich noch ein bisschen, aber ich muss nicht mehr so viel. Und das ist ein geiles Gefühl. Das wird bei mir jetzt schon angefangen. Ja, aber das ist, ich sag dir, ich finde, es ist eine Chance. Ich habe das Gefühl, ich sage jetzt mittlerweile schon mehr Sachen ab, als dass ich zusage. Und ich habe so lange habe ich alles zugesagt. Ja, klar. Aber es sind sicher Phasen. Es kommt immer zu erfahren, was es ist und so. Aber es gibt irgendwann gibt's den Wechsel von, also ums Verrecken dort muss ich jetzt auch nicht mehr spielen, wenn es kein Schwein dort interessiert, wenn die Leute keinen Bock haben, dass du kommst. Also weißt du, so, wenn irgendwie einfach nichts von diesen Faktoren zusammenhängt und du legst noch drauf, ja, dann sagst du irgendwann, da muss jetzt vielleicht nicht mehr sein. Nein, das muss nicht mehr sein. Nein. So. Das ist eigentlich nur logisch, aber am Anfang ist das Gefühl, doch, jeder. Oder? Da sind wir wieder bei denen, ja, wenn zwei am Anfang kommen, sagst du, ja. Geil, machen wir noch mal. Ja? Vielleicht können wir dann 4, vielleicht können wir dann 8. Ja. Aber wenn dann... Und du wirst auch getragen, zum Teil von diesen Veranstaltern, wirst du auch zum Teil da und dort getragen. Das ist kein Problem. Angefangen ist vor ein paar Jahren, das ist noch nicht so lange her, wo dann so Einzelne sind, nicht viel, aber ich weiss, ich habe es aufgeschrieben. Ich weiss, wer. Und die sind sowas von draussen. Weißt du, wo dann kommst nach 2 Jahren und dann hast du 580 Leute drin und dann am Schluss kommt der Veranstalter und sagt, vor 2 Jahren hast du 3 mehr gehabt. Und das ist so etwas, wo mich schon vor ein paar Jahren gestört hat. Da denke ich mir, das ist ja sowas von Arsch, oder?
du weißt auch nicht, warum es drei weniger gekommen sind oder vier mehr und so. Und aber die habe ich aufgeschrieben. Vor allem drei. Ja, ja, klar, hat auch da und dort gehabt, wo 80 weniger gekommen sind, aber immer noch, weißt du, immer noch irgendwo bei 400 da oben gewesen. Also das ist nicht so. Die sind auf jeden Fall draussen, sowas von draussen, oder dann hat es so einzelne gegeben, die vor zwei Jahren mir gesagt, also nicht, natürlich nicht mir, so hinterher gesagt, es ist jetzt ein Auslaufmodell, das hörst du nicht gern. Ja. Das willst du auch nicht hören, das sagt man einfach nicht. Yeah. Oder wenn du jahrelang die derig Art von Leuten bespielt hast, also die haben Geld gemacht mit mir auch. Gibt ja Leute, die Geld gemacht haben mit mir. Das wäre extrem, oder? Wenn du so ein Gäschel kriegst und machst einen Umsatz von, keine Ahnung, 40.000 Stutz um einen Abend. Yeah. Das, gut. Und die nichts gesagt haben und auch ein bisschen kleiner sind und so, da baut man sich jetzt ein bisschen etwas auf. Ich finde einfach, das habe ich immer schon gedacht, die Pandemie hat ja für uns alle ein bisschen Chance gegeben. Auch ein bisschen oben runterkommen, ein bisschen neu denken, Muster ändern und, oder? Für einen Haufen. Yeah. Es war nicht nur Scheiße gewesen. Yeah. Viel Scheiße, aber nicht nur. Und jetzt, finde ich, ist es so wie ein bisschen wie ein Aufbau wieder. Und das ist ja auch, ich finde das eben cool. Mhm. Also man muss halt wieder Klinken putzen. Man muss halt wieder den machen. Anstatt einfach wieder dort einsteigen, wo wir aufgehört haben. Das ist so wie das, ich glaube einfach, das geht nicht. Und ich habe einfach gemerkt, ich will das nicht mehr. Yeah. Ich will wie wieder neue Projekte aus dem Boden stampfen, bis sie kopiert werden. und weißt du, so. Ja. Yeah. Ich glaube auch, ich habe das Gefühl, für jetzt rein die künstlerische Sicht von der Veranstaltungen haben wir wahrscheinlich sogar zu wenig lang Pause gehabt. Ja. Also weißt du, weil einfach mit zwei, drei Monaten eben, da tust du nicht grundsätzlich ein Schema ändern. Und mit denen, was ist es gesehen, 100er-Begrenzung, 50er-Begrenzung für eine Zeitli und dann machst du wieder Lockdown. Also du hast nie eine Struktur genug lang gehabt, dass man wirklich etwas in dem hat können, richtig von Null auf neu ansetzen. Also weißt du, zum Beispiel, ich hatte schon ein riesiges Konzept für mich gehabt, wenn es jetzt wirklich über Monate, das heißt der ganze Winter, was ist das gesehen, dann von 2021, der ganze Winter können nur 50 Leute kommen. Ja. Und du merkst, es werden 50 Leute kommen, ja, was dort wirklich der Fall gesehen ist, oder? Dann machen wir Doppelshows und dann machen wir schon ganz klar, ich lasse da und dann gehen sie da wieder raus, während die anderen dann da schon reinkommen und dann lüften wir noch schnell. Also weißt du, irgendwie so. Und dann habe ich so gedacht, wenn das genug lang machst, dann kann auf einmal so ein Umdenken passieren, dass gerade in der Schweiz es möglich ist, dass du dann nicht mehr zweimal spielen gehst. Und die unsägliche Nicht-Zeit von 8, wo niemandem etwas bringt, ein bisschen eliminierst. Als ein Beispiel, oder? Es gibt hunderte dieser Beispiele. Aber ich glaube, für das ist es wie zu wenig lang gesehen. Du hast wie zu wenig lang auf etwas, was man gemacht hat, ist bei sich selber eben ein bisschen Sachen umstrukturieren und anders denken. Aber so grundlegende Sachen hast du jetzt wahrscheinlich wie zu wenig können ändern sogar. Denke ich. Ja, ich weiß nicht. Also wir werden es sehen in den nächsten paar Monaten. mir ist eigentlich auch egal, vom Gefühl her. Weißt du, zum Beispiel Podcast, was du jetzt da machst, oder? Also, ich habe wirklich keine Ahnung, aber es gibt so, wir haben das Glück gehabt, in der Zeit jetzt auch so Werbung dürfen zu machen für eine grosse Büromöbelfirma und noch für andere Sachen und so, und dort haben wir so Spots müssen machen, nicht länger als 30 Sekunden. Mhm. Dann hat es auch der 35 so, aber so, und dann die 7 Sekunden noch drin machen, dass man das nicht abstellen kann, bla bla bla, so für YouTube, Facebook und so weiter und so. Und am Anfang, und zwar 24 der Dinger für Büromöbel, also irgendwann.
Tisch stehen, oder? Ja. Schränk, fertig. Aber das haben wir dann geschafft. Am Anfang, und dann wird es immer schwieriger, oder? Mhm. Die Kürze auch finden, auch wenn man Werbung macht, oder? Mhm. Der Hardy, mein Schreiber, der kommt aus der Werbebranche. Und wenn du auch Werbung machst, musst du ja Facebook, das Tag nicht zu lang, oder? Ja, ja. Und dann kommst du mit dem Dings da. Ja. Wir nehmen das, keine Ahnung, wie lange das ausgestrahlt wird, aber wir nehmen jetzt fast 2 Stunden Sachen auf. Es wird genauso ausgestrahlt. Das gibt es wahrscheinlich nicht so viel, oder? Doch. Schon? Ja. So lang? Ja, ja. Doch, weil es ist ein ganz klares anderes Konsumverhalten. Also Podcast merke ich ja selber. Ich meine, ich bin viel mit dem Auto unterwegs und ich höre sehr gerne Musik und ich habe auch so richtige Automusik. Das kann ich nicht daheim in der Küche hören. Aber ja. im Auto kann das reinbratschen. Und dann gleich irgendwie nach einer Stunde hast du dann irgendwann, das ist jetzt auch langsam gut, ja. Oder? Und dann hörst du einen Podcast. Ich mache es aber zum Beispiel im Auto. Andere machen es Hausarbeit, dort mache ich es auch gern. Wäsche macht für mich jetzt Spass dank Podcast. Ja. So. Weil es hat ja nicht, ein Stück weit hat es schon Radio, hat es Radioersatz Grundzüge. Aber es ist eigentlich etwas Neues. Es ist so, ich denke immer an, keine Ahnung, meine Mutter früher hat Soaps laufen lassen. Ja. Weil sie gesagt hat, weißt du, ich muss nicht wirklich dabei sein. Ja, ja, ja. Die Geschichte ist auch, wenn du mal 2 Wochen nicht geschaut hast, bist du sofort drin. Und ich muss es vor allem nicht sehen. Es reicht, wenn ich höre, was die schwätzen. Ja. Und dann macht sie irgendetwas. Jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt in der Küche das Essen vorbereitet. Oder was auch immer. So. Ja. Und ich glaube, es ist so ein bisschen das. Und das ist natürlich etwas völlig anderes, wie die 7-Sekunden-Werbe-Dinger, wo es darum geht, hey, jetzt der Aufmerksamkeit, da, sofort und nur für das muss irgendwie bleiben. Weil dort ist ja, das ist der Ersatz für Kinowerbung früher. Früher sind Menschen ins Kino, und dann hast du halt einen fetten Werbespot gesehen. Und das ist da geblieben. Ja. Und irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer und irgendwie Ich habe es gemerkt, ich weiß nicht mehr, ob es ein Film gesehen ist oder irgendetwas, wo ich geschaut habe, wo ich gesagt habe, das ist ja Wahnsinn, oder? Das ist für die Zeit dort ist das Nonplusultra gesehen und jetzt findest du so, die 5 Sekunden, die hat es jetzt aber nicht gebraucht. Ja, ja, ja. Und, ui, die Pause ist zu lang. Ja. Und, hey, schneid doch mal. Und, also weißt du? Ja. Nein, das merkt, sogar wir merken das. Also, ja. Das muss. Früher so die Radio oder Fernsehgeschichte ist auch gesehen, wenn du so eine Nummer gebraucht hast im Fernsehen. Ja. Dann hat es ja immer gesagt, es muss irgendetwas passieren, dass die Leute dranbleiben, mhm. oder? Dann haben sie ja eine Nummer, das waren sie immer noch gekürzt. Ja. 10-Minuten-Nummer auf 4 Minuten, aber ich keine Ahnung. Und dann haben wir eine so TÜV-Nummer gesehen und die ist auch relativ gut gelaufen und die fängt eben an, weißt du, wie blöd, wenn du plötzlich merkst, kannst du nicht mehr bumsen. Das Bumsen kommt nachher nie mehr vor. Aber das Bumsen ist so wie weißt du, kurz vor dem ja, klar. Bumsen gesagt. Ja. Und dann los ist das durch. Es ist eine coole Nummer, auch ohne das Bumsen. Aber das kommt eben, wie gesagt, nie mehr vor. Ja, klar, und wie heisst das? The Attention? Wie nennt man das? Ich weiß nicht. Es gibt doch irgendein Wort dafür. Ja, ja. Einfach der erste Impuls zum Bleiben, oder? Und wir haben klar ein bisschen, also der Hardy hat ein bisschen eine Ahnung gehabt, dass da ein bisschen etwas muss passieren, also aber nicht gross. Das ist eben, dann eben später so gemerkt, also es ist gute Nummer, es ist ura lustig, aber sie geht lang. Wir haben immer gegen Schluss haben wir dann immer noch gedacht, komm, wir geben noch einen. Wir haben viel zu lange Nummern gemacht und so. Und dann haben wir auch gemerkt, dass es schon das ist, oder? Mhm. Das ist so wie eine Rose, die Nummer, ich kann nichts. Die hat noch ein Vorspiel weggelassen und auf die Bühne gekommen und gesagt, ich kann nichts. Ja. und wenn einfach dann los ist es so, das ist schon noch verrückt. Ah, bei Podcast ist das anders. Okay, da habe ich jetzt etwas gelernt. Cool. Dann muss ich auch nicht so schnell schnorren. Nein, weil das ist natürlich etwas, wo durch das Ganze komplett verloren gegangen ist und darum wieder irgendwie absolut Platz hat, ist wirklich aufmerksam miteinander schwätzen.
Und lustigerweise finde ich, in der Comedy hat man das noch öfters, weil man zum Teil eben auch räumlich und gesellschaftlich fast gezwungen wird, ja, Zeit zu verbringen. Man hat entweder zusammen ein Backstage. Und natürlich gibt es Leute, die sich ab und zu ausklinken, die am Handy sind oder so. Ja, ja. Aber grundsätzlich, du hast mehr Interaktion wie in anderen Jobs. Oder es wird dann immer gesagt, so, jetzt könnt ihr essen. Und dann bist du meistens nicht nur am Handy, sondern hockst wirklich am Tisch und du schwätzt miteinander. So. Ja. Und darum, wir haben das eh schon ein bisschen, aber sonst ist das, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal jemanden getroffen habe, außer eben, man sagt irgendwie, jetzt schaffen wir an etwas oder so. Aber sonst, wo du wirklich einfach mit jemandem anhockst, so wie wir jetzt hier sitzen, und schwätzen, einfach miteinander interagieren. Ja. Bis zum, ja, bis wir nicht mögen oder bis wir einfach genug haben oder keine Ahnung was. So, das ist natürlich schon ein bisschen verloren, ja, gegangen. Ich habe das eben vor es ist jetzt auch schon eine Weile her, habe ich die Biografie von Dimitri gelesen. Ja. Yeah. Und die ist langweilig, aber er hatte so ein paar Sachen drin, die mich so fasziniert hat. Er hat ein paar Mal im Jahr, also natürlich Frühling, Sommer, in den Herbst rein, hat er im Garten so wie so eine Art Partys gemacht mit Freunden von ihm. Mhm. Also sind auch alle Pantomimen gesehen und Musiker natürlich. Mhm. Und mit denen haben viel geschwätzt miteinander. Viel geschwätzt. Pantomime. Du bist ein Arsch. Das ist geil. Das ist ein Part, ja, ja. Nur Pantomime. Darum hat er ja noch Musik reingeladen und Klön. Da hat er zaubert noch eine Nase raus. So, ja, geil. Und das hat mich so fasziniert. Das ist natürlich Tessin, ich bin italienisch und so ein grosser Tisch. Und, ja, ja, ja. Und da habe ich gekriegt, ich dann so, und ich will auch so. Und dann habe ich das angefangen. Ich glaube, bei 6 Jahren hintereinander, einmal im, yeah, im Jahr, also einmal im Jahr gross und etwa 3-4 Mal im Jahr in klein, so mit 4-5 Leuten. Mhm. Ich habe auch einen Garten, einen grossen Garten. und habe angefangen, weil in Rotenbrunnen hat es mein Grossvater, der war Agronom gewesen, und hat, weil wir direkt am Rhein sind, Rotenbrunnen, wo ich wohne, hat so ein Spargelfeld. Oh. Hat er gemacht, also gross, es war ein riesiges Spargelfeld gewesen. Das gibt es leider nicht mehr. Und dann hat mein Cousin hat dann die Beiz dort in Rotenbrunnen lang gehabt und dann einmal im Jahr hat es Spargel gegeben. Und das ist, glaube ich, die viertbeste Spargelbeiz in der ganzen Schweiz, also am Schluss dann. Mhm. Und da sind wirklich von überall her gekommen, Spargeln essen. Und das ist so eigentlich eine grusige Beiz gewesen, aber irgendwie so urchig. Das ist eben genau das, wie man einen Garten kann, ja, nicht mehr und Tisch drauf und ein weisses Tisch und so. So hat die Beiz auch, wie es ausgesehen. Und dann hat es dort einmal, über 2 Monate haben die Spargel durchgelaufen, wirklich, weiß nicht, wie viele Tonnen. Und einmal habe ich dann gemacht, so, okay, ich mache einen Abend in dieser Beiz, gehört mir. Dann habe ich 10, 15 Leute eingeladen, auf den Vorderteil hin sind dann andere Leute gewesen, und habe meine Leute eingeladen, wie ein Firmenessen, und habe aber immer Kollegen noch eingeladen. Und das war ziemlich in den Anfängen noch für mich so ganz speziell gewesen, weil ich bin nämlich so stundenlang vor dem Telefon, also noch nicht da, ich glaube noch das da. Und dann soll ich jetzt einen Menzler anrufen? Soll ich jetzt, weißt du, so der findet mich eh doof und bla bla bla. Und so. Und dann, aber ich habe es gemacht. Und dann, yeah, und dann sind wirklich also ein Gemisch von Leuten, Enzler. Und meine Gottes, das ist Margrit Sprecher, so eine Journalistin, also, yeah, keine Unbekannte. Und bla bla bla, der Capo ist schon gesehen. Und also, das, yeah, einfach so ein paar. Und das ist jedes Mal auch so ein geiler Abend geworden. Essen, trinken, natürlich trinken können, was wollen haben. Hat nur eine Flasche Wein gegeben. Eine Sorte Wein in dem Restaurant, nicht einmal so gut, aber günstig. Also, und das war auch so ein Abend gewesen, wo man, und die sind natürlich noch dort geblieben, oder? Also, man ist dann noch wirklich in den Garten, es ist ja Frühling, Mai umeinander, wenn die Spargel kommen. Und
Und das ziehe ich eigentlich durch bis jetzt. So mindestens den Spargel leider nicht mehr, weil es gibt es einfach nicht mehr. Yeah, yeah. Aber so der Garten, mein langer Tisch mit dem weißen Tisch durch, so ein bisschen Mafiosi-Sachen, mit so komischen Stühlen und einfach der Tabulata, da mit die. Und das funktioniert absolut. Darum hast du gesagt, wir gehen mal zum Caminada essen. Weil das ist so die Vorstufe zu der Tabula. Zuerst Caminada und nachher der Garten. Genau. Auf jeden Fall. Nein, das machen wir schon, aber das ist abgemacht. Ja, auf jeden Fall. Das ist cool, wenn man in einem so Tal wohnt, wo keine Ahnung, du bist Koch weltweit. Warum auch immer. Aber als seine Sprössling, wo ja dann auch Sensations-Starkocher und Chefkocher werden. Und irgendwie, gerade jetzt hat es wieder in Rochade gegeben und der eine macht wieder etwas Neues auf und der andere übernimmt irgendwas in Patragatz. Ja. Also es geht ja ab. Geht ja ab dort bei euch. Ja, ist richtig geil, gastronomisch. Gastronomisch hat auch wenig, leider nur noch, aber das, was es gibt, also der Caminada ist dann auch am Schluss oder am Anfang vom Tal, ist ja abwärts, am Anfang und nachher kommen die auch gute, aber nicht. Ja. Dom Lesch, wo ich wohne, das ist das bürgerreichste Tal in Europa, sagt man. Wirklich? Ja, und dort der Brunnen hat einen roten Brunnen, darum heisst es so. Da kommt ganz fest jodhaltiges Wasser aus dem Brunnen, beim Brunnen, aus den Röhren raus, genau. Und das hat früher also ein Bad gehabt. Und dort hat man das jodhaltige Kröpf hat man behandelt. Das tut man ja jetzt in Salz, tut man ja Jod rein, wegen der Kröpf, genau. Und früher hast du das noch nicht gekannt und dann hat es so ein Bad gehabt mit dem Wasser. Und das Wasser kommt immer noch. Und das ist, auch das ist eines der jodhaltigsten Wasser ganz, ganz weit umeinander. Und das schmeckt so, ich habe es noch gern. Also mein Papa hat immer, Rotenbrunnen werden eben auch uralt. Also es gibt immer so Es ist noch irgendwie verrückt. Früher haben sie immer das Wasser gesoffen. Man darf nicht zu viel, so zwei Gläser pro Tag. Schmeckt ein bisschen wie Blut. Verdünntes Blut, so ein bisschen. Okay. Ist auch warm, nicht so kalt. So. Yeah. Ich hätte es noch gern, wenn du den Kühlschrank reinstellst. Und dann hat es in Rotenbrunnen hat's immer so viele alte Leute gegeben. Und dann wieder wie eine Säuberung. Weißt du, wirklich so 95, mein Papa ist auch 93 geworden, mein Grossvater zu dieser Zeit, ich meine, da sind sie mit 40 gestorben normal, ist auch knapp 90 geworden. Also weißt du, so 90-Jährige, 100-Jährige, 101-Jährige und so, einfach so, immer so, die Truppe ist rum und die pflegst auch manchmal. Jetzt sind wir gerade wieder dort, also kurz vor der Säuberung. Yeah. Jetzt ist es, also zwei sind schon. Haben schon dürfen gehen, auch recht alt. Und drei hat es, glaube ich, noch. Sind nicht mehr ansprechbar. Und dann, Tag gönnt ihr wieder und dann kommen die. Ja, also der Nächste. Also jetzt. Ich bin noch nicht gerade der Nächste. Jetzt. Du bist überlegst die Generation. Der Nächste bin ich dann, ja. Ja. Das heisst, du wirst irgendwie schon 120 oder was es denn ist? Ja. Also mein Banker hat gesagt, ich darf nicht älter als 83 werden. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich glauben muss. Nein, das ist aber noch lustig, dass ich weiß nicht, ob es das Klima ist oder ob es das Wasser ist. Es ist wirklich ein Phänomen, das Dorf. Geil. Yes. Und was die meisten Burgen? Man sagt, das bürgerlichste Tal von Europa, ja. Okay. Weil dort, die haben ja da wie die Schweine, oder? Das ist ja von Graubünden, ist ja, ich weiß nicht, wann, glaube, vorletzte Woche erst zu der Schweiz gekommen. Also wir sind ja nicht die Letzten, aber lang sind wir ja die Letzten gewesen, bevor dann da Juren und so Zeug gekommen ist. Und die haben da halt von Italien her, wie blöd. Und die Österreicher, das ist nicht weit von uns. Ja, ja. Und dann haben sie auch von da die Burgen bauen und Schlösser und was der Geier was. Und die sind immer noch Schloss Ortenstein, das ist dort in Rotenbrunnen auf einem Hügel da oben, das gehört einem Basler. Lindner und Pharmaindustrie ganz oben. Also es kostet auch jetzt etwas zum Unterhalten. Yeah, yeah. Und immer noch die Jungen jetzt haben das noch, mal schauen, ob sie es noch tragen können. Also Jungs, die sind jetzt auch um die 60 rum. Lindner ist gestorben. Das sind so Fontscharner gesehen und das sind so die,
die Krieger halt von früher. Mhm. Und darum hat es halt so viele Burgen, weil das ist strategisch vom Julier her und dann Richtung Zürich, aber nicht uninteressant gewesen. Sehr geil. Krass. Und den grossen Teil sieht man einfach noch. Hey, ein paar sind auch aufgebaut worden, aber bei zwei, drei hat es Beizen drin. Eben zum Beispiel der Kaminaden ist ja bei Fürstenau ist ja Stadtrecht, ganz klein, das ist nur so gross, aber weil es ein Gericht hat. Und zwei Schlösser in dem. Dann ist fertig. Dann vier Bauernhöfe und, Bauernhäuser und fertig ist. Ich habe es eben. Ich habe es noch nie live gesehen, aber logischerweise, weißt du, hast du schon ein paar Berichte gelesen und irgendwie Bilder gesehen und so. Aber ganz geil ist es ja, wenn es dann noch immer gezeigt wird, wo die Menschen selber noch keine Ahnung haben davon. Wie zum Beispiel Kitchen Impossible, wo irgendwie dort einer mal zum Kaminaden ist. Ja. Oder? Wenn dann mal die Landschaft gesehen ist, oder? Ja. Wie sie das dann vorstellen, muss ich dann wirklich so sagen, da ist es übrigens. Ja. Das ist dann schon geil, das ist wirklich, das ist impressive. Also... Ja, eben, darum gehen wir unbedingt mal. Er ist eben ein geiler Sicht, der Kaminade. Er weiß, wer ich bin. Ja. Yeah. Nimmt mir aber null wahr. und das hat wahrscheinlich, er ist schon mal in der gleichen Garage gesehen wie ich. Er hat das größere Auto gehabt, so ein Cayenne, also gross, mit Zahnrädern und Boden, und irgendwie wahrscheinlich 40.000, 50.000 mehr als meine gekostet hat. Und, so. Und ich weiß nicht, wir sind irgendwie gleichzeitig in dieser Garage gesehen, er hat, glaube Pneu wechseln müssen und so. Und ich halt, ja, der Koch. Kannst denn du auch Auto fahren? Das sind so dumme, blöde Sprüche. Und dann, irgendwann bin ich auch in dem Schloss gewesen, ganz am Anfang, wo erst etwa einen Monat aufgehört hat. Und dort bin ich eingeladen worden von meiner Buchhalterin, die bei ihm Buchhaltung gemacht hat. Dazu. Und dort ist noch so, das war alles noch so frisch gewesen. Hat natürlich auch schon Leute gehabt, das war auch schon gross gewesen und so. Aber noch gestritten in der Küche, hast du gehört als Gast. Ja, Scheiße! Also die Köche halt wahrscheinlich auch sind und mit der Freundin gestritten und so, dazu mal den anderen jetzt. Und dann bin ich nochmal gewesen, weil ich nochmal eingeladen worden bin und der weiss, wer ich bin. Und jetzt bin ich zweimal im Kasenkaminar gewesen und er kommt ja immer vorbei zum Tisch und so und nett und ist auch gut und so. Aber er hat keine Ahnung, wer ich bin. Und das ist noch. Also weißt du, das ist nicht wichtig, das ist wirklich null wichtig, das ist völlig egal, das ist einfach ein gutes Essen und das Konzept stimmt, also wie du vorhin, weißt du, jedes Detail ist einfach da und er kommt immer, egal ob er da oben ist, am Kochen tut er ja nicht mehr, aber geht Danke sagen am Schluss, dass du bei ihm gewesen bist und das ist irgendwie Hut ab, so Zeug. Da sind wir wieder bei der Atmosphäre, oder? Die Atmosphäre, genau. wo geschaffen wird und irgendwie die Leute auch dort ein bisschen abholen. Genau. Wo sie wollen, abgeholt werden, sozusagen, oder? Ich glaube, das ist schon etwas Entscheidendes. Das letzte Mal, als ich dort war, mit meiner Schwiegermutter, das ist keine Ahnung, irgendetwas geworden halt. 80 oder 90, ich weiß nicht, irgendein Alter halt. Und eingeladen und gegessen. Wir waren das vierte gewesen, ich habe zahlt. Aber es war noch vor der Pandemie gewesen. Und Wein haben wir Wein getrunken. Und Wein, also du kriegst ab 120 Stutz aufwärts. Yeah. Darunter irgendwie 84 Franken, 64 Franken, 39, das gibt es gerne nicht. Yeah. Also, bis jetzt, keine Ahnung, vielleicht. Auf jeden Fall, raus, danke vielmals, Bujon, alles gut gewesen. Dann habe ich gesagt, also zu essen, das ist okay, also wirklich, das können wir. Aber der Wein, das finde ich schon ein bisschen irgendwo 120 Franken für irgendein so ein Wein aus dem Malanz. Und der Weinhändler ist auch dort gewesen. der Wein macht, ist auch dort gewesen. Der hat mich gehört, der kennt mich. Yeah. Und er so, oh Mann, ich gesagt, ja, nein, meine Entschuldigung, 120 Franken, so irgendein so 7, das ist ja irgendwie, das ist ja jenseits, oder? Und dann sagt er, und der Kaminade so, und wo ich fertig war, sagt er, ja, man muss halt Prioritäten setzen.
schönen Abend noch. Wieder schauen wir an. Danke vielmals. Und einfach geil. Finde ich gut. Aber siehst du, in solchen Sachen finde ich die furchtlos. Ich bin in solchen Situationen bin ich der, wo dann immer so, ich sage lieber zu wenig als zu viel und du machst extra noch so einen Spruch. Ja, ich... Weil die Leute checken es ja. Also die Leute checken ja, wie du das meinst. Aber ja. Ich würde mich nicht getrauen. Ich bin dann immer so ein bisschen so... Ja, meine Frau regt sich dann extrem aus. Das ist natürlich peinlich, oder? Sie müssen dann da stehen und sagen, oh, das machst du einfach nicht. Aber es gibt ja etwas. Das Gespräch, es nützt ja nichts. Also bei so Leuten nützt es nichts. Das ist mir auch scheißegal. Ich bin ja nochmal gegangen dann und habe genau gleich wie wieder bestellt und gesagt, okay, ist immer noch so teuer und bla bla bla. Und Kellner natürlich, die haben Freude an so Sachen. Ja, oder? Die checken ja auch, dass es einfach zu teuer ist. ich habe nicht immer den Mut. Mein Schreiber, der Hardy, der hat das manchmal so drauf, dass es schon fast, also dass er nie schon fast bremsen muss. Also da geht dann immer etwas raus. Mann, hey, wer hat denn die Deko gemacht, Herr Kami? Aber so, es geht dann so dort. mach ich nicht. Ich lasse ihn drauf. Schau jetzt haben wir wirklich etwas über 40 haben wir gemacht. Ja, das ist doch gut. Ist das recht für dich? Ja, weil ich habe eben noch... Du musst ja gleich noch irgendwann... Ja, und dann noch zwei private Sachen mit dir noch zu besprechen. Und dann bestellen wir ein Taxi, weil die läuft. Aber anziehen nicht, das ist mir völlig egal. Und dann habe ich irgendwann, ich muss noch nachschauen, ja, 17:30, irgendwo ab 6 habe ich einen Zug. Weil ich schätze wahnsinnig, dass du extra vor der Bühne... Unter Schmerzen. Hüftschmerzen, ja. Stimmt, das hat er ja erzählt, dass der Erfinder vom künstlichen Hüftgelenk. Ja, am Montag krieg ich es. Du kriegst es am Montag. Das heisst, wenn der rauskommt, hast du schon das neue Hüftgelenk? Oder genau, die neue Hüfte, oder wie man es auch immer nennt. Ja. Ja. Gut. Kommt gut, das kommt gut. Ja. Du musst dir keine Sorgen machen. Sagen wir. Darum wirklich vielen, vielen Dank, bist du da weit den Weg hier angekommen. Joel, dir auch vielen Dank, dass ihr dürfen. Geiler Sieg. Und dort hinten haben wir noch einen Mann, den sehen wir natürlich jetzt nicht im Fernsehen, aber der tut alles so ha 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 ha. Und ich möchte auch dir viel. Das ist super nett. Danke, es war wirklich spannend gewesen. Toll gewesen. Grande Christoph, danke. Vielen Dank. Und wir hören und sehen uns bald. Gut. Alles Liebe, viel Erfolg. Komm irgendwann wieder. Und wir tun eh noch verabreden etc. Wenn so viel zu essen. Danke fürs Loge, Lose, was auch immer. Danke Christoph und bis bald. Peace.